So, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Kröll. Ich bin heute da eingeteilt zum Kabarett. Ich komme aus Bayern, aus der Region zwischen München und Rosenheim. Gell? Also wenn Sie meinen, Sie sind die Einzigen, die irgendwann einmal Risikogebiet werden, das können wir schon lange. Gell? Aber umso besser, umso schöner, dass wir das heute machen und dass ihr gekommen seid. Und ganz besonders freut es mich, dass meine Freunde von der Firma Barth gekommen sind. Wo sind die? Die Firma Barth hier? Ja! Juhu. Wisst ihr, ich bin ja nicht nur Kabarettist, sondern in erster Linie bin ich Tischler, bin ich Schreiner. Und in der momentanen Situation hält mich die Firma Barth am Leben. Gell? Und dass die nur dazu kommen halt, also doppelt, also Wahnsinn. Bin sprachlos. Dann haben sie nur dazu einen Teppich ausgerollt hier. Das ist die einzige Bühne auf der Welt, die einen Teppich da hat. Wahnsinn, der will nicht so spucken halt. Naja, überhaupt nicht. Gell? Und mit dem Rauch, ich habe so viele Sachen neu erlebt, was da, also ist schon super da, Steinig Live, wow. Und da bin ich eingeladen, gell. Ich glaube, die haben mich verwechselt, aber ist mir egal, jetzt zieh ich es durch, gell. Gibt einige, die waren so ähnlich wie ich, aber es wurscht, ich sage gar nichts. Ja, ich bin dahergefahren, ich habe mich zum ersten Mal nicht verfahren, ich verfahre mich normal beim Kabarett immer. Ich glaube dem Navi nichts und dann biege ich ab, weil ich so eine schlechte Orientierung habe. Ich weiß nicht, wer das kennt, Orientierung hat man oder hat man nicht. Das kann man nicht kaufen. Und ich habe mich schon mal, stellt euch vor, jetzt sind wir weit genug weg, ich habe mich schon mal in München verlaufen, im Englischen Garten, der ist riesig. Gell? Ich habe mich schon mal im Englischen Garten in München verlaufen, aber so schon, dass mir am nächsten Tag die Bergwacht heimgebracht hat. Aber die Bergwacht von Innsbruck, wo ich da umeinander bin, ich weiß es nicht. Zumindest komme ich jetzt schon mit einem etwas kabarettverträglicheren Auto. Ich bin früher noch in meiner Anfangszeit mit so einem Pickup gekommen. Ihr kennt so einen Pickup, so einen fetten Bergepanzer, was da immer rumfährt da. Da hat man, ihr kennt die Autos, die auf 100 Kilometer 19 Liter brauchen. Gell? Meiner hat auf 19 Kilometer 100 Liter braucht. So ein Viech war das. Ich habe den einmal, stellt euch vor, den habe ich mal beim Tanken, habe ihn einfach einmal laufen lassen. Bin dann hingefahren an den Tankstelle, habe ihn laufen lassen und habe getankt. Du, der ist nicht voll geworden. Da ist alles sofort wieder unten raus. Ich bin dabei beim Tankwart drin, bin ein paar Jägermeister drin. Ich war voll, aber das Auto nicht. Ich war mit dem Auto so eine Umweltbelastung. Da war ich so ein Umweltschwein, dass ich zum Ausgleich bei der letzten Landtagswahl die Grünen gewählt habe. Da kannst du schon ein paar Jahre fahren. Gell? Wenn der grüne Wahlzettel im Kästchen klingt, der SUV aus dem Fegfeuer springt. Und ich habe nicht nur die Grünen gewählt, um dieses schreckliche Auto zu kompensieren. Nein, ich habe sogar noch einen Baum gepflanzt. Ja, nein, was heißt gepflanzt? Ich habe den alten Christbaum hinterm Haus in den Komposthaufen reingesteckt. Gell? Der wächst ja nicht mehr gescheit an. Kennst du das, liebe Männer? Man muss irgendwann wieder einen Christbaum kaufen, Corona hin oder her, den müssen wir kaufen. Und wer es so macht wie ich, geht am 23. Mittag in das weihnachtliche Bauzaungehege am Supermarkt dort. 25 Grad Celsius, Schrägregen, du kaufst einen Baum. Und beim Verkäufer schaut der Christbaum immer wunderbar gleichmäßig aus. Und du denkst ja, was, in dem Jahr bringe ich aber wirklich einen Top-Baum heim. Und du gehst um den Baum so rüber und der Verkäufer trat ihn so mit. Und das ist der Grund, warum der Baum daheim dann seltsam große Lücken hat. Und die Frau sagt, was ist denn da hinten los, da fällt der ganze Eck. Ja, oh, weiß ich nicht. Und sie sagt, jedes Jahr bringst du nur einen Schirrhahn mit heim. Jedes Jahr bringst du nur einen Kreisligger mit heim. Der Spruch hat sich bei meiner Frau eingeprägt, als sie mir zum ersten Mal ihre Eltern vorgestellt hat. Und seitdem projiziert sie das in den Baum ein. Aber wir müssen umdenken. Wir müssen Dinge anders machen. In der Tat müssen wir Dinge verändern, damit die Welt so bleiben kann, wie sie ist. Wir müssen weniger mit dem Auto fahren. Viel weniger. Ich weiß, wovon ich sprich. Ich komme aus einem kleinen Bauerndorf, Oberwerthach heißt das. Wir haben 87 Einwohner. Bei uns kann man nichts kaufen. Bei uns kann man gar nichts kaufen. Seit sie uns den Zigarettenautomat weggebaut haben, kann man nichts mehr kaufen. Ich rauche zwar nicht, aber ab und zu bin ich hingegangen. Aus der Region. Was so? So ja. Bei uns kann man nichts mehr kaufen, darum fahren wir alles mit dem Auto. Ab 12 Jahren fährt bei uns jeder alles mit dem Auto. Wir können gar nicht schnell Radl fahren. Und wenn bei uns eine Versammlung ist, da sind in der Versammlung 50 Leute, sind aber draußen 60 Autos.
Da fahren manche Leute mit dem Auto hin, gehen zu Fuß wieder zurück, holen das zweite Auto und fahren nochmal hin. Und heute bin ich wieder mit zwei Autos daheim. Heute darf ich überhaupt nichts trinken. Und ich habe mir gedacht, ich muss doch mal was anderes machen. Ich bin ja mit der gescheit Ritter auf der Bühne. Ich muss doch der erste Seite einmal mit dem Radl irgendwo hinfahren. Und ich fahre raus. Ich bin zum ersten Mal mit dem Radl zum Seminholen gefahren. Hat noch nie jemand gemacht bei uns im Ort. Ein revolutionärer Vorgang. Ich fahre raus mit dem Bonanza-Radl. Kennt ihr das noch? Bonanza-Radl haben wir bei uns in den 70er Jahren gehabt. So ein paar Lenkerscheutung in der Mitte. Ein Nachhaltigkeitsprojekt. Ich bin mit dem Bonanza-Radl noch raus. Und habe noch eine Manchester-Hose noch gehabt. Das ist eine Korthose. Haben wir bei uns früher Manchester-Hosen gesagt, weil diese Hose in Manchester gefertigt worden ist und dieser Begriff ist verbiovarisiert worden. Eine Manchester-Hosen hat er sich gekauft, eine ganz schöne Manchester-Hosen. So eine Korthosen, die ist recht praktisch, die brauchst du nicht so oft waschen. So eine Korthosen brauchst du nicht so oft waschen. Wir lassen es erst einmal waschen, wenn die Rillen ganz bündig voll sind. Und diese Hosen, weil ein Nachhaltigkeitsprojekt ist aus einer früheren Zeit, die hat mir meine Mutter noch unten außerlassen. Ein Begriff, der die jungen Leute komplett fremd ist. Hosen unten außerlassen. Wenn du früher als Jugendlicher die Beinlänge der Hose deutlich überschritten hast, dann hast du zu deiner Mutter gesagt, kannst du bitte die Hosen unten außerlassen? Am Pausenhof haben sie mich schon gefragt, ob wir Hochwasser haben. Und dann hat die Mama die Hosen ausgelassen. Und dieser kleine, fiese Ausgelassstreifen war meistens deutlich dunkler als der Rest der Hose. Was am Pausenhof wieder für erhebliche Heiterkeit gesorgt hat. Und wenn das von der Länge her noch nicht gelangt hat, dann hat uns die Mama eine geblumte Borten unten umgeknallt. Ich sag's bloß, das war bei euch das Gleiche. Ist das länderübergreifend derselbe Horror gewesen? Das nennt man halt Psychoterror. Da kommst du in jede RTL2-Show. Lass halt einmal einen Jugendlichen in die Schule gehen, zieh gleich einmal Manchester-Hosen an, die du ausgelassen hast, und weil es von der Länge her noch nicht lang, hast du ihm noch eine geblumte Borten schnell umgeknallt. Ja, der geht nicht in die Schule, der bleibt in der Hecken hocken. Und recht hat er. Ich fahre raus mit der Manchester-Hosen, hinten ein Jute-Sackerl drauf, zum Semin rein da. Das habe ich vorhin beim Blutspenden nochmal gekriegt, das war ein Jute-Sackerl. Und ich spüre sofort die Blicke aus den Küchenfenstern raus. Da fährt einer mit dem Radl aus, was ist denn da los? Sie treffen mich hinten im Knack. Der Nachbar schaut mir seit 50 Meter zu. Ey, Kröll, haben Sie das Auto gestohlen, hä? Nein, CO2, du weißt doch. Waltraud, geh mir raus, an Kröll, haben Sie einen Schein genommen. Waltraud kommt raus. Ich hab's ja gleich gewusst, die Kabarettisten, die saufen alle, die saufen alle. Seitdem fahre ich wieder mein Auto. Jetzt möchte ich am Anfang mal was probieren, was gerade so gut drauf seid. Ich habe jetzt neulich einmal in einer Sportübertragung gesehen, wenn Spieler, Sportler vor einem Spiel vorgestellt werden, dann drehen sie die immer so lässig in die Kamera. So, ich habe gesehen, das möchte ich auch so gerne mal machen. Ist aber im Kabarett nicht ganz üblich, aber das probieren wir jetzt einmal. Gell? Im Kabarett darf man auch nicht sagen, dass man gern Sport anschaut. Da entlarvt man sich als Provinzkomödiant. Kommt die Kabarettpolizei und sagt, Kröll, du bist tot. Im Kabarett muss man sagen, man schaut Arte oder Spiegel TV oder habe ich in den Tagesthemen gesehen. Aber ich habe Sky Sport. Ich habe Sky Sport to go. Ich schaue mir da hinten draußen die schönsten Tore in der zweiten bulgarischen Liga an. 60er-Fan geht gerade noch so, Münchner Löwen geht gerade noch so. Da, aber wenn du im Kabarett sagst, du bist Bayern-Fan, dann kannst du gleich zugeben, dass du Mitglied in der CSU bist. Hier kommt Stefan Kröll gefangen im Körper eines Oberbayern. Jetzt war mir einer da von der Süddeutschen Zeitung, bei mir im Auftritt, ein Kritiker von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe nicht gewusst, warum er da ist, er hat nicht gewusst, warum er da ist. Aber wisst ihr, ich habe Tischler gelernt, ich bin Schreiner, da kommt doch keiner von der Süddeutschen Zeitung. Was? Sie sind Tischler und machen Kabarett? Sie machen Kabarett und haben kein abgebrochenes Studium? Sag ich, nein, ich habe erst gar nicht angefangen, ich bin Tischler. Ja. Dann hat er ein Interview gemacht, gell, und die Notprogramm. Dann sagt er, ja, Herr Kröll, die von der SZ, von der Süddeutschen Zeitung, die haben so eine nasale Stimme. Herr Kröll, sag ich, ja. Herr Kröll, welche Filme würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Dann habe ich gesagt, von Bertolt Brecht, Mutter Courage. Und St. Pauli Girls 1 und 2. Da war ein leicht irritierter Kamerad. Gell? So, jetzt pass auf, jetzt machen wir das. Ich sage der Herr vorne, heute Abend mit der Nummer 12. Da sagt sie, Stefan Kröll, das ist mein Name. Gell? Und dann müsst ihr klatschen, weil das gehört zum Prozedere. Okay?
Boah, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe mich extra festgemacht heute für euch. Gell? So. Letzte Woche habe ich wo gespielt. Da habe ich ein weißes Hemd angehabt und so eine Weste, gell? So eine schwarze Weste. Dann bin ich da draußen an der Theke da so rumgegangen und haben die Leute an da und bei mir Getränke bestellt. Ich sage, ich spiele da Kabarett, ich bin noch nicht der Ober. Aber gut, bringe ich gleich, aber kann ich schon mal abkassieren, habe ich gesagt. Gell? Da bin ich mit 22 Euro plus in die Veranstaltung gestartet. Also jetzt habe ich den Text vergessen. Jetzt sage ich, heute Abend, Mitte Nummer 12, und ihr, Stefan Kröll. Und dann müsst ihr klatschen, okay? Heute Abend, Mitte Nummer 12. Stefan Kröll. Wunderbar. Die Nummer 12. Es besteht ja ohnehin die Gefahr, dass wir reduziert werden auf eine Zahl. In Wien werden aktuell 220.000 Klingelschilder abmontiert, nur weil sich ein Mieter, in Worten ein Mieter, darüber beschwert hat, dass seine Privatsphäre durch den Namen auf dem Klingelschild nicht ausreichend geschützt sei. Es werden alle abmontiert und wieder 220.000 neue Klingelschilder montiert. Und auf jedem Schild steht nur noch eine Zahl, eine Wohnungsnummer drauf. Da bist du reduziert auf eine Nummer. Und wenn euch morgen jemand fragt, wir hatten da bei Steineck live gestern Kabarett gespielt. Ich glaube, der Zweifel war es. Zweifel hat er geheißen. Bis wir das gewohnt haben. Stell dir vor, du gehst auf eine Hochzeit, Freunde von dir heiraten, du bist in der Kirche, vorne am Traualtar. 15er? Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Wir nehmen heute am Friedhof Abschied von einem langjährigen Mitglied. Der 36er war ein treuer Kamerad in unserem Schützenverein. Und genauso wie sein Vater, der 35er, hat ja lange Jahre in unserem Verein einen Kassier und später einen Kassenprüfer gemacht. Bei uns im bayerischen Dialekt, wir nehmen aber noch keine Zahl her, um einen Mitmenschen zu beschreiben. Wir nehmen ganz gern den Ehepartner her. Das ist eine ganz fiese Nummer. Das geht oft zu einem Nebensatz. So ganz eine linke Geschichte ist das. So, weißt du, wer mitgefahren ist? Weißt du, wer im Bus gestern dabei war? Weißt du, die Fesche, die Schöne, die ganz Fesche, die den Deppen geheiratet hat? Ah, ja, genau, ja. Weißt du, wie du meinst? Habe ich mal gesagt beim Auftritt. Da sagt eine Frau in der ersten Reihe, oh, jetzt meine ich meinen Mi. Hätte ich nicht gesagt. Jetzt bin ich da hergefahren, gell? Auf so einer mäßig befahrenen Autobahn da her und so. Und dann habe ich unterm Fahren von meinem Handy, da ist da so eine kleine Karte drin, habe ich unterm Fahren von meinem Handy diese SIM-Karten gewechselt. Gell? Du, das ist eine Fieslerei. Weil in der anderen Hand war ich ganz fettig, weil ich ein Salamibrot gehalten habe da. Jetzt ist mir dieses Salamibrot und die kleine Karten sind mir seitlich beim Sitz runtergefallen. Und liebe Leute, ist euch schon mal seitlich beim Autositz was runtergefallen? Das ist weg. Das verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Es gleitet da in ein Paralleluniversum hinab. Das Auto verschluckt alles. Das findest du nie wieder. Was wir da im Auto schon alles verloren haben. Ich hätte normalerweise noch einen kleinen Bruder. Haben wir in die Kirche gefahren, da sagt meine Schwester, wo ist eigentlich der Konrad? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Hast du uns den seitlich beim Sitz da runtergehauen? Der seitdem nicht mehr auftaucht. Irgendwo in einer parallelen Welt lebt er da unten. Ab und zu streuen wir auf Nacht ins Auto ein paar Chips rein. Die sind in der Früh weg. Jetzt habe ich erst einmal hinschreiben müssen bei einem Formular, habe ich hinschreiben müssen, Wohnort des Bruders. VW Passat vielleicht. Mein Stück heißt Goldrausch. Goldrausch 2.0. Und früher, als die ersten Abenteurer heimgekommen sind von ihren Abenteuerreisen, dann haben sie stolz ihre Trophäen herzogt, was sie erbeutet haben. Ihre Kunstschätze, ihre Waffen, Gold, Silber. Und heute, wenn die Abenteurer heimkommen, am Sonntagabend von der Extrembergtour, dann haben sie Trophäen dabei, nämlich ihre Bilder. Und sie verschicken die Bilder von der Extrembergtour an Menschen, die diese Bilder gar nicht haben wollen. Und seit es Mode geworden ist, dass man seine Bilder von der Extrembergtour an seine Mitmenschen versendet, haben die Einsatzzahlen der Bergwacht um das Doppelte zugenommen. Hier seht ihr Bilder von unserer Watzmann-Überquerung. Der Mann mit den goldenen Espadrillos bin ich. Der Hubschrauber im Hintergrund hat nichts zu bedeuten. Goldrausch. Musik.
9. November 1519 betritt der spanische Eroberer Hernán Cortés zusammen mit 600 Soldaten in Mittelamerika die Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan. Die Hauptstadt der Azteken ist im 16. Jahrhundert mit über 70.000 Einwohnern die größte Stadt der Welt. Hernán Cortés unterwirft auf grausame Art und Weise das Volk der Azteken und erbeutet tonnenweise Gold. Ihm folgen tausende Eroberer aus ganz Europa. Goldrausch. Am 4. Februar 2015 gründet der BWL-Student Jürgen P. in seiner überschaubaren 22 Quadratmeter Wohnung ein Internet-Startup-Unternehmen mit dem Ziel, ein Millionenprojekt aufzubauen. Goldrausch. Jürgen P. hat eine App entwickelt, die die Mitbenutzung von Wäscheleinen organisiert. Eine Wahnsinnserfindung. Aktuell hofft er auf die Einführung der Grundsicherung für alle. Du suchst dir das Glück, aber es beißt einfach nicht um. Es war schon immer so. Denn ein goldener Schimmel, der groß immer allein. Es sind nie meist zwei. Kröll ist in der Haus. Steineck Haus. Der Goldgräber Edward Hargreaves entdeckt 1851 in Australien einen Steinblock mit einem Goldgehalt von über 40 Kilogramm. Australien war in der Zeit britische Sträflingskolonie. Da bist du eigentlich nur hingekommen, wenn du einen erschossen hast. Heute bist du an der Schirst, gibt's bloß auf Straubing. Immerhin. Der Goldfund von Hargreaves in Australien war mit 40 Kilo damals der größte Fund der Welt. Und innerhalb von einem Jahr sind über 80.000 Goldsucher nach Australien gezogen und haben sich auf die Suche nach dem großen Glück gemacht. Schülerin Vanessa Emma Spielefeld postet auf Instagram ein Video, in dem man sie bei der Zubereitung ihrer Lieblingsnachspeise sieht. Ein nervenzerfetzender Vorgang. Sie hofft damit endlich, den Durchbruch als YouTuberin zu schaffen. Es ist ihr 320. Video. Die Schule hat sie längst schleif verlassen, weil sie fest mit dem Durchbruch als Influencer gerechnet hat. Aktuell kämpft sie gegen einen hartnäckigen Influenza-Virus und postet ihre Videos aus der Toilette. Dümpfiff TV Bielefeld. Ganz heißer Scheiß. Du suchst dir das Glück, aber es beißt einfach nicht um. Ja, sei doch mal froh. Denn ein goldener Schimmel, der groß Däume allein. Es sind mir meist zwei. Dankeschön. Schon die ersten Seefahrer, die vom neu entdeckten amerikanischen Kontinent zurückgekommen sind, haben von riesigen Goldschätzen berichtet, die die Eingeborenen da drüben besitzen. Und im Gegensatz zu den Europäern hat das Gold für die Ureinwohner in Amerika keinen großen materiellen Wert gehabt. Gold war eher Kultgegenstand, Gold war das Metall der Sonne. Und diese kleinen Gold-Nuggets, die sie gefunden haben, waren die Tränen der Sonne. Aber für Europäer war Gold der Inbegriff von schnellem Reichtum. Und so haben sich Hunderte, Tausende auf dem Weg über den Atlantik gemacht, um diesen Eingeborenen das Gold wegzunehmen. Und sie treffen da drüben nicht auf rückständige Wälder. Nein, sie treffen auf Hochkulturen mit Wissen und Fähigkeiten, die die Europäer längst schon wieder vergessen haben. Und eine
dieser großartigen und geheimnisvollsten Kulturen im alten Amerika war das Volk der Azteken. Schon damals umgibt sie der Mythos ihrer unendlichen Goldschätze. Nun, diese Azteken waren ein eigenwilliges Volk. Sie haben einen geheimnisvollen Gründungsmythos gehabt. Denn sie waren ursprünglich ein Wandervolk, ab dem 13. Jahrhundert ständig umhergewandert. Die sind schon mal Stäbli im A, aber in der ersten Linie sind sie gewandert. Ein Wandervolk, völlig orientierungslos umhergelaufen. So wie früher über die Ethikschüler in der Schule, die bei uns aber völlig orientierungslos im Schulhaus umeinander gelaufen sind. Ethikunterricht war aber immer bei uns immer so virtuell, nie greifbar, aber immer ausgefallen. Die Ethikschüler bei uns haben nie Unterricht gehabt, die sind immer in Grüppchen im Schulunterricht, im Schulhaus umeinander gesessen. Und der Ethikschüler hat auch keinen Namen gehabt. Wer war dabei? Der Klaus, der Hubert, der Peter und die zwei von Ethik. Das war auch später beim 30-jährigen Klassentreffen so. Alle haben gekommen, aber die zwei von Ethik waren gar nicht da. Ja, warum auch? Die hat es gar nicht gegeben. Und so wie die Ethikschüler waren auch die Azteken ein Wandervolk, angeführt von ihrem höchsten Gott Huitzilopochtli. Also unter uns jetzt. Wenn ich in einer Gruppe gehe und der Anführer der Gruppe heißt Huitzilopochtli, dann weiß ich, das wird nichts. Bisher, du haben Namen schon. Wie heißt unser Chef? Huitzilopochtli. Ja, geh weiter. Haben wir da keinen anderen gehabt oder was? Schau, das hört man, das hat nichts mit einem Vorurteil zu tun, eher mit einer Vorhersehung. Ich war mal beim anderen Zahnarzt, da war es genauso, da hätte ich am Nachnamen des Zahnarztes schon hören müssen, dass das nichts wert. Der hat Neda geheißen. Ich gehe in die Praxis rein, da ist schon gestanden, Zahnarztpraxis Neda, mach das Neda, da war schon gestanden. Wenn ich ein bisschen lesen kann und ein bisschen schalten, dann weiß ich, gehe da nicht rein. Wenn der Neda heißt, dann gehe ich Neda rein. Aber ich gehe rein, der hat mich geschunden, da habe ich richtig gewarnt, ich habe Rotz und Wasser gewarnt, so hat das weh da. Der habe ich so geschunden, der Kerl, dass mir die Arzthelferin am Schluss ein Kinder-Pixie-Buch geschenkt hat. Da war ich aber schon 33 Jahre alt. Die Azteken wandern umher. Sie folgen einer Mission. Sie müssen nämlich so lang wandern, so war die Überlieferung, bis sie einen Adler sehen, der auf einem Kaktus sitzt und gerade eine Schlange frisst. Da bist du eine Zeit lang unterwegs, das kannst du denken. Und ausgerechnet, als die Azteken in der sumpfigsten Gegend waren, ausgerechnet da, wo die meisten Muckern sind und wo der größte Barz ist, ausgerechnet da setzt sich dieser blöde Adler auf einen Kaktus hin und fieselt der Schlange ab. Er sagt, da hockt er, jetzt müssen wir da bleiben. Ausgerechnet da. Macht man doch nicht. Man schlägt eine blinde Telefonbuch auf und sagt, so, pass auf, die Herren, die jetzt. Oder die. Ich mag das nicht. Wenn ich alles mitmachen muss, was die Gruppe vorschreibt, nur weil ich irgendwann einmal Teil der Gruppe geworden bin. Wenn ich zum Beispiel in eine WhatsApp-Gruppe hineingerutscht bin. In eine WhatsApp-Gruppe, wo ich gar nicht wollte. Plötzlich bin ich wieder hinzugefügt. Warum bin ich schon wieder hinzugefügt? Zu einer Gruppe, die heißt Speis und Trank. Die gehen bei uns in so ausgefallene Restaurants. Wenn irgendwo ein neuer Vietnamese aufgemacht hat, dann müssen die hin. Wer kommt mit zum neuen Inder mit dem ausgefallenen Namen Taj Mahal? Und dann mag ich nicht mit. Und ich schreibe nie was rein. Nur letzte Woche habe ich mir reingeschrieben. Zum ersten Mal habe ich mich in der Gruppe bemerkbar gemacht. Dann habe ich gesagt, wer kommt mit nach München? In der Innenstadt hat ein neuer Rumäne aufgemacht. Da war Stille in der Gruppe. Ich sage, was ist los? Hast du sonst selber dabei? Gehen wir zum neuen Rumänen. Na, wollen Sie nicht, wollen Sie nicht. Sage ich, auf geht's. Da sind gerade Maulwurfwochen. Nix. Gell. Oder lässt mich schreiben rein. Wer kommt mit nach Schwabing? In der Innenstadt, da hat ein neuer Engländer aufgemacht. Ein Engländer, sind ja berühmt für die gute Küche. Machst die Tür auf, kannst gleich in den Hausgang reinkotzen. Kommt der Wirt und sagt, hey, Stammgast oder was? Die Engländer, die haben überall im Pub einen Teppich. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da ist wahrscheinlich ein englischer Bühnenausstatter herum da bei euch. Die haben überall im Pub einen Teppich, da am Boden, an der Wand, Treppen auf, Teppich, Teppich, Teppich. Sogar im Klo, habe ich das mal gesehen, im englischen Pub. Die haben so einen hohen Teppich im Klo. Haben schon recht, der saugt auch viel besser. Gell? Da gehst du drüber wie über so eine nasse Strahwiesen. Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von den Azteken. Pass auf, das würde ich nur erzählen. Die Azteken lassen sich eben da nieder, wo dieser Adler auf dem Kaktus gesessen, Adler auf dem Kaktus gesessen ist und die Schlange gefressen hat. Dieser Adler mit dem Kaktus ist heute nur auf der mexikanischen Flagge vorn drauf. Und sie lassen sich eben da nieder am Texcoco-See, mitten im Dschungel, und errichten da eine Hochkultur. Sie haben Tempel gebaut, riesige Bauwerke. Sie haben teilweise diesen Fluss da bewirtschaftet, haben Algen, haben so Gärten da drauf gemacht. Sie haben einen Götterkult entwickelt mit über 200 verschiedenen Gottheiten.
200 verschiedene Gottheiten, die musst du merken an Frau Leichnam, bis du da durch bist. Okay. Bei uns gibt es Leute, die verehren bloß drei Gottheiten. Helene Fischer, Beckenbauer und die Geissens. Die Geissens sind eine gute Überleitung zum Opferkult der Azteken. Es wird interessant. Denn um die Götter milde zu stimmen und um für Regen und Fruchtbarkeit zu bitten, haben die Azteken, genauso wie andere Völker in Mittel- und Südamerika, einen grausamen Opferkult betrieben. Und Opfer waren meistens Krieger von einem verfeindeten Stamm. Und da hat man sogenannte Blumenkriege geführt. Ein Blumenkrieg hat nur den Sinn gehabt, möglichst viele lebende Gefangene vom Feind zu machen. Und diese Gefangenen hat man dann daheim oben auf dem Tempel auseinandergenommen. Da haben sie ihn festgehalten oben, Herz frei gemacht, und der hohe Priester ist da gestanden mit der Steinklinge und hat gesagt: Hua Gangase, Hua Gangase. Das heißt so viel wie: Spezi, pass auf, das zirkt jetzt gleich ein bisschen. Und dann zack, und haben sie runtergeschmissen. Und die katholische Kirche hat sie aufgeregt: Das ist eine Sünde, ihr tötet die Menschen mit einer Steinklinge, das ist eine Sünde, die Menschen mit einer Steinklinge zu töten. Ihr müsst das verbrennen, das machen wir seit Jahrhunderten, das ist gut. Die Geißen sind tatsächlich eine gute Überleitung zum Opferkult der Azteken. Denn damals haben wir Menschen geopfert, damit es den anderen besser geht. Heute werden auch noch reihenweise Menschen bei RTL 2 geopfert, damit es den anderen besser geht. Weil man fühlt sich wirklich gut daheim auf der Couch, wenn man Menschen in peinlichen oder oft unwürdigen Situationen im Fernsehen sieht und man das sichere Gefühl hat, die sind weitaus dümmer als ich. Die Innenstädte der Azteken waren das Vorbild für die Innenstadt von München. Denn im Stadtzentrum der Azteken durften nur die Reichen und die Adeligen wohnen. Und alle Bäckereiverkäuferinnen, die Kranken und die Krankenschwestern und die Bäcker mussten in den Außenbezirken leben. Und die alte Aztekenoma wohnt schon seit 45 Jahren in einer alten Mietswohnung im Stadtzentrum von Tenochtitlan. Doch der reiche Medizinmann, Spezialgebiet Zahnheilkunde, möchte das Haus kaufen. Und so wird die alte Aztekenoma in die Vorstadt hinausgeprügelt. Ihren dicken Hund Rönskle hinterher. Die Azteken haben extrem dicke Hunde gehabt. Masthund. Azteken haben Kartoffeln gegessen und Mais. Wir haben Kartoffeln und Mais von den Azteken, haben aber Affen gegessen. Die Azteken haben Vögel gegessen und sogar Hunde. Die haben eigene Masthund gehabt. Das war so wie so eine fette Laffe, die Blutwurst hat die ausgeschaut. Gibt es halt auch noch. Habe ich neulich gesehen, da gehe ich spazieren mit meinem Betreuer. Gut, das ist eine andere Geschichte. Aber dann sehe ich da, sage ich, schauen Sie da vorne, die Frau, die hat ein Pony an der Leine. Das war kein Pony, das war ein Hund, hat so einen fetten Masthund dabei gehabt. Und die hat nicht dieses kleine schwarze Tüterl dabei gehabt, um die Hinterlassenschaften von dem Hund aufzusammeln. Die hat von der Gemeinde den schwarzen Müllsack dabei gehabt, mit den verstärkten Griffen. Gell? Und der war fast voll, die hat sich dumm und depper geschleppt mit dem Wahnsinn. Masthund, um es nicht falsch zu verstehen. Ich habe nichts gegen Hund. Ich mag Hund schon. Aber was ich nicht mag, wenn ich ab und zu zum Laufen ausgehe, wenn die Leute an mir testen, ob der Hund brav ist oder nicht. Da laufe ich neulich auf zwei Männer zu, daneben hockt der Hund. Dann höre ich nur, wie der eine Mann zum anderen sagt: Jetzt bin ich gespannt, ob er wieder schnappt. Wie gespannt, du sollst den Hund festhalten und nicht an mir irgendwelche Therapieversuche machen. Der Hund war zwar auf der Hundeschule, hat aber einen Übertritt nicht geschafft. Das kenne ich von der Weiden schon, sage ich, was mit dem Hund los? Prompt hat er recht gehabt, beißt mir der so in die Hand rein, der Hund. Dann sagt der Mo bloß: Ach, es ist das erste Mal seit 8 Wochen, dass wieder Blut fließt. Ich habe da noch sauber zudroschen mit dem Fuß, gescheiten Spitz habe ich ihm reingekaut, dass er überschmissen hat. Und den Hund habe ich auch noch eine aufgekaut. Ein Masthund. Ich finde den Ausdruck so gut. Ich liebe Ausdrücke, wo man am Ausdruck schon kennt, wohin die Reise geht. Da weiß man doch, dass ein dicker Hund ist. Ein Masthund, kommt da einer mit dem Masthund rein. Da hört man doch schon, dass kein kleiner Hund ist. Der kleine Hund ist der Pinscher. Der hört sich heller. Pinscher. Dogge. Spitz. Rottweiler. Pekinese. Seehofer. Gysi. War früher auch schon so. Kohl. Blüm. Ein Masthund. Was das Essen angeht, muss man ja selber aufpassen, dass man seine Umrisse nicht zu stark verändert. Wir Männer neigen ja dazu, dass wir im Alter an die Füße weniger werden und am Arsch. Dafür wandert alles ein bisschen weiter so auf. Jetzt ein bisschen kopflastiger, ballonaffin
und werde dann irgendwann einmal mit einem Gürtel gegen das Absacken gesichert. Bisschen so, wie wenn man Zahnpasta oben zugeschraubt lässt, streift aber trotzdem von unten nach oben alles das Lauf. Ich werde vor dem Bett gehen, heute nur mehr an mich denken. Gell? Na, die Frau sagt, Klaus, so schaust du aus. Und der Mo wird sagen, der Gröll ist ein Depp, ich hab's genau gewusst von Anfang an. Ein Masthund. Was das Essen angeht, Essen hat auch viel mit Gold rauscht. Und ich habe mich selber jetzt einmal ertappt, komme ich vom Kabarett heim und sehe das einzig wahre Licht im Haus um 3 in der Früh. Das ist das, das vom Kühlschrank rauskommt. Wenn du richtig Hunger hast. Und was war da noch? Ein Räuchermalwurf war noch da vom Mittagessen. Räuchermalwurf, fein aufgeschnitten, mag ich gern. So habe ich mir vom Rumänen bringen lassen. Aber der war es nicht. Sondern hinterm Räuchermalwurf, weißt du, es gibt so viele Kochsendungen im Fernsehen, aber dass einer mal einen gescheiten Räuchermalwurf machen kann, habe ich noch nie gesehen. Da sind sie blank. Hinterm Räuchermalwurf war ein Vanillepudding. 2,5 Kilogramm Vanillepudding. Und der Betrug ist der, ich habe mich selber ertappt, ich habe ihn so genommen und je weiter ich den hergezogen habe, habe ich alle weiter so den Bauch eingezogen. So, und dann, ich glaube, das leidet schon noch. 2,5 Kilo Pudding um 3 in der Früh. Das ist eine Ansage. 4000 Kalorien. So ein Pudding, wie es einem Kleinkind am Pfingsten gibst, der hat erst an Weihnachten wieder Hunger. So ein Pudding, den ersten Astronauten beim Start und erst im nächsten Jahr wieder landet, jetzt weicht mir wieder was um. Und die Harnsäure gleitet dir in die Zähne hinab. Ob du heute Morgen aufstehst oder nicht, sagt dir gleich die Gicht. Das habe ich jetzt selber nicht kennt. Es hat bei uns in Bayern sogar einen Goldrausch gegeben. Stellt euch vor, in Bayern, im Bayerischen Wald und im Oberpfälzer Wald haben Leute im Fluss drin feines Gold, Seifengold, hat man dazu gesagt, gefunden. Im Oberpfälzer, im Oberfichtach zum Beispiel, da gibt es heute noch einen Goldlehrpfad, der erzählt aus der Geschichte aus dem Mittelalter. Da haben sogar aus Venedig professionelle Goldsucher raufgekommen und haben da Mitkäufer dieses Seifengold zum Suchen. Und diese Zeit im Mittelalter, da waren die Leute ja bei uns richtig arm. Die haben ja nichts gehabt. Im Mittelalter bei uns haben die eine kleine Landwirtschaft gehabt, 2 Esel drin im Stall und da hast du nicht gewusst, wer von beiden der Bauer ist. Da waren die Leute noch barfuß in die Klapperl drin. Kennt ihr Klapperl? Klapperl sind Ledersandalen. So eine, wie die Grünen früher im Bundestag bei uns auch gehabt haben. Heute tragen die Grünen ja Ledersandalen von Gucci. Aber Fairtrade. Fairtrade aus nachhaltigem Klapperlanbau. Wenn du im Sommer bei 35 Grad barfuß in deine Klapperl gehst und zwischen deinem mit Hornhaut belegten Senkspreizfuß und dem ausgelatschten Fußbett bildet sich so ein fieser Film. Eine mit Bakterien durchdrängte Schmierschicht, auf der du bei jeder Richtungsänderung so ausrutscht. Du birgst noch links ab, aber der Schuh geht noch gerade aus. Und den kleinen Zech batzt es dir bei einer Lederlücken so aussehen. Dann ist das ein echter Klapperl. Und die Leute waren natürlich fasziniert, dass es bei uns irgendwo Gold gibt. Aber so richtig reich waren es keiner. Am ersten noch im fränkischen Goldkronach. In Goldkronach hat es ein Untertage Bergwerk gegeben. In dem Stollen in Goldkronach war Gold. Und interessant ist, diesen Stollen gibt es heute noch. Und die Experten sagen, in diesem Bergwerk da in Goldkronach bei Bayreuth ist das, da schlummern heute noch 11 Tonnen Gold im Berg, im fränkischen Berg. 11 Tonnen, hol ich keiner raus. Warum, weiß man nicht. Wahrscheinlich zu teuer. Man muss sich vorstellen, wir leben aktuell im größten Goldrausch aller Zeiten. In den letzten 15 Jahren ist dieser Erde mehr Gold entnommen worden, wie die ganzen Jahrhunderte zuvor. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben in den letzten Jahren pro Jahr 2300 Tonnen Gold aus dieser Erde rausgewaschen, rausgesprengt, mit Chemikalien rausgelöst. Und für so einen kleinen Ring, was ich da habe, steht da drin, Thorsten, egal. Für so einen kleinen Ring fallen über 20 Tonnen Grubenabfall um. Für die Menge von dem Gold sind über 20 Tonnen Grubenabfall fällig. Gestein, Chemikalien, Wasser, Schutt, Dreck. Und da kann man sich vorstellen, was da los ist. Und wer braucht das meiste Gold? Natürlich Goldbarren, Wertanlage, logisch, auch technisch. Aber privat brauchen die Inder das meiste Gold. Die Inder, ein Volk, das teilweise hungert, die brauchen am meisten Gold und werden jetzt überholt, natürlich von den Chinesen. Die Chinesen brauchen jetzt Gold, die haben jetzt ein Pulver und jetzt muss da Gold her.
Die haben früher keins haben dürfen. Bei Mao war Gold verboten für das Volk. Und jetzt kaufen die Chinesen Gold. Und irgendwann ist das Gold aus. Und dann kommen die Chinesen nach Goldkronach in Franken und holen sie die letzten 11 Tonnen aus dem Berg raus. Und die Franken sagen, Allmächt, der Asiade kommt. Ich habe früher mal die Möglichkeit gehabt, das wisst ihr ja beruflich, entweder nach Franken zu gehen, nach Bamberg oder nach Brixen, Südtirol. Da war die Entscheidung, gehst nach Franken oder gehst nach Südtirol. Und dann haben meine Eltern gesagt, wirklich wahr, dann haben meine Eltern gesagt, nein, ins Ausland gehst nicht, gehst lieber nach Südtirol. Herbst 1532 landet Francesco Pizarro, ein spanischer Eroberer, an der Küste Perus. Pizarro, der bis vor kurzem noch bei Werder Bremen gespielt. Ich sag, gewusst, dass er schon relativ alt ist, aber so alt hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Pizarro wird begleitet von über 170 Soldaten mit Schusswaffen und Kampfhunden und jede Menge Reiter waren dabei. Diese spanischen Eroberer, das waren keine Edelleute. Na, stinkende Barbaren waren das. Das ganze Schiff war gestungen voller Zehengas. Alles war gestungen voller spanischen Zehengas. Für Teufel, das ganze Schiff war gestungen voller Zehengas. Zehengas von Spanien ist das Schlimmste. Das Volk der Inka hat schon zwei Wochen vorher gerufen, dass die Spanier angekommen werden. Da waren die aber nur auf hoher See. In meiner Garderobe haben sie ja auch zwei Spanier eingeschlichen. Schweine da. Die Pferde der Spanier waren für das Volk der Inka furchteinflößende Ungeheuer. Denn auf dem ganzen amerikanischen Kontinent hat man im 16. Jahrhundert keine Pferde gekannt. Die waren da überall schon wieder ausgestorben. Es hat da zwar früher überall Wildpferde gegeben, die sind aber für die Ureinwohner mehr oder weniger vollständig zusammengefressen worden. Das war jetzt das letzte Ros, jetzt sind sie aus. Hätten noch einer uns Ming. Nein, ist zusammen. Die Pferde, die man bei den Indianerfilmen sieht, die haben erst wieder die Engländer und die Spanier eingeführt. Die hat der Shatterhand rübergebracht. Aber der Shatterhand, der hat kein Schiff gebraucht. Nein, der Shatterhand, der hat Anlaufnummer mit seinem Pferd. In Bad Segeberg und ist mit einem Satz rübergesprungen über den Weiher. So gut war der Shatterhand. Der Sage nach haben die Spanier unter Francesco Pizarro aus dem Land der Inka über 180.000 Kilogramm Gold erbeutet und 1 Million Kilogramm Silber. Goldrausch, 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 Gold. Und heute? Heute kommen die Eroberer in stinkenden Kreuzfahrtschiffen in die Städte. All-Inclusive-Horden überschwemmen und verstopfen die engen Gassen. Sie kaufen nichts mehr, gehen nur noch schnell ins Café zum Kacken und dann wieder zurück aufs Schiff. Denn da ist alles kostenlos. So ein großes Kreuzfahrtschiff braucht für seine Reise so viel Treibstoff wie 5 Millionen Autos für dieselbe Strecken braucht er dann 5 Millionen normale Autos oder 200 VW. So oft kannst du die Grüner gar nicht wählen, dass das wieder passt. Stinken die Spanier mit dem Zehenkass oder stinken die Kreuzfahrer mit dem Schiff? Goldrausch 2.0.
Und dieses Volk der Inka, die dieser grausame Francesco Pizarro unterdrückt hat, waren eigentlich die perfekteste Hochkultur im alten Amerika. Sie haben ein riesiges Reich verwaltet. Das Inka-Reich war riesig. Von der Nord-Süd-Ausdehnung war das Inka-Reich so groß wie die Strecke vom Nordpol bis Sizilien. Man muss sich mal vorstellen, vom Nordpol bis Sizilien, die Strecken, so groß war das Inka-Reich in Südamerika. Also ein bisschen größer wie Monaco. Monaco ist ja so. Gehen Sie im Fernsehen, das Zirkusfestival, wo Sie die Handtücher oben haben, mit dem weißen Ding da. Da ist die Manege, aber die Blasmusik, die sitzt schon in Frankreich drinnen. Das ist so klar, es ist da. Ja. Und diese Inka haben mit eiserner Hand ihre Feinde unterdrückt. Sie waren großartige Baumeister. Sie haben Wände errichtet, ganz sagenhaft in der Historie. Die haben Steinwände errichtet, ohne Mörtel, ohne Zement. Einfach nur die Sterne aufeinander gerieben, gepasst, geschliffen über Jahre, sodass zwischen die Sterne kein Messer reinpasst. Die haben ganz dicht, so haben die ihre Städte errichtet. Machu Picchu da oben, großartige Leute. Und haben einen Beamtenstaat errichtet. Und für diesen Staat hat man Informationen vor allem Platz zum anderen bringen müssen. Und für das haben sie ihre Läufer hergezüchtet, die Chaski-Läufer. Ein Chaski-Läufer war der Berufsläufer. Der hat nichts anderes da, als wie ein Leben lang an einem Staffellauf teilgenommen. Der ist schon mal Stäbli mal, aber in der ersten Linie ist er Klaffer. Der Chaski-Läufer wartet in seinem Häusl drin, bis sein Spezi daherkommt. Der übergibt ihm so ein Schnurgebilde und einen Amazon-Backel. Er nimmt es und läuft weiter. Der läuft 40, 50 Kilometer. So eine Chaski-Reihe hat am Tag eine Strecke geschafft, von 240 Kilometer zu Fuß haben die gelaufen, an einem Tag 240. Das war so ungefähr so wie von mir daher. Und das hat man später probiert mit Extremläufern, mit Ultraläufern. Das war gar nicht so einfach. Nur dazu, weil die Chaskis mit Coca-Blätter vollgepumpt waren. Gut, das haben die unseren heute auch noch. Bei den Russen gehört das zur Nahrungsergänzung dazu. Österreichische Langläufer. Ultraläufer, darf man heute sagen. Unser Nachbar ist auch Ultraläufer. Stolpert aber durch die Wüste Gobi durch und sowas. Und der ist Quereinsteiger, Sport-Quereinsteiger. Und das sind die Schlimmsten. Kennt ihr Sport-Quereinsteiger, die nach 40 Jahren plötzlich gemerkt haben, oh, die ersten 40 Jahre habe ich gar nicht so richtig Sport getrieben. Die sind von Anfang an Extremsportler. Da haben sie extrem lange Zeit lassen für einen Sport. 30 Jahre auf dem Kanapee gelegen, Alexa, mach das Licht aus. Oder in Österreich, Alexa, gescheißen. Und dann fängt das Laufen an. Und dann ist er, dann pressiert sie. Dann ist knapp. Weil er hat sich so lange Zeit lassen, dass er immer volle Pulle läuft. Bei uns, der andere Nachbar, auch Quereinsteiger, in der zweiten Lebenshälfte erst eingewechselt, der läuft immer volle Pulle. Und bei uns vom Haus haut sie ihm dann die Zylinderkopfdichtung aus. Immer so ganz gebogen daher. Und dann läuft er so und schaut auf die Uhr. Dann denkt man, spätestens wirst du laufen, du brauchst keine Uhr, du brauchst einen Kalender. Wisst ihr, wie der ausschaut? Es hat früher so kleine Mandeln gegeben, die waren aus lauter kleinen Holzgliedern so bestanden, mit einem Faden. Und der steht auf einem Holz am Sockel drauf. Und wenn du unten in den Sockel so reindruckst, dann geht das Mandel um die Knie. Und wenn du ganz fest reindruckst, dann schaut das Mandel aus wie der Läufer bei uns vorm Haus. Nur noch Knetmasse ist er da. Da bin ich neben ihm hergegangen und sage ich, was ist los? Hast du daheim deine Knochen vergessen? Nein. Und in so einem Fall musst du ihm offene Fragen stellen. Fragen, die er nicht mit Ja oder Nein beantwortet, sondern wo er länger braucht. Gell? Sag ich, was sind für dich die 20 schönsten Städte für einen Marathon? Bei Paris hat es ihn da zusammenlassen. Fällt er um, weißt du, was er gesagt hat? Er ist ja ganz schwarz geworden, sagt er, Alexa, mach das Licht an. Auf Nacht hat ihn dann der Altpapierlastwagen geholt. So, jetzt kommt das Pausenlied, das mache ich ganz gern vor der Pause. Und in der Pause ist dann freie Verfügung, da mische ich mich gar nicht ein. Da könnt ihr echt alles machen, was ihr wollt. Könnt ihr euch küssen. Nein, das habe ich letztes Mal gesagt, aber nur so als Spaß. Ich sage, ihr könnt euch schmusen draußen, kostet ja nichts und so. Und dann schaue ich bei dem Garderobenfenster aus, jetzt schmust da einer umeinander, aber ich würde mir sagen, volle Pulle. Gell? Und der war aber schon gut über 50 Jahre alt. Und dann habe ich gewusst, aha, das ist seine zweite Frau. Da habe ich Auge dafür. Das Lied, was ich jetzt spiele, heißt Gossen Was United. Und es ist nicht auf meiner CD drauf. Das vorige Lied ist auch nicht auf meiner CD drauf. Ich habe gar keine CD. Ich habe es euch gedacht, gell? Der hat doch gewiss keine CD. Ich habe aber mir eine machen lassen. Ich hatte mal eine. Und mache ich nicht mehr.
Also bin ich in diese Stückzahlenfalle hineingetappt. Kennst du die Stückzahlenfalle? Bei Flyer zum Beispiel. Was? Bloß 500 Flyer los, du Drucker? Los halt gleich 10.000 Drucker, ist doch viel billiger. Irgendwie auch nicht. Und seitdem habe ich seit vielen Jahren 6.000 CDs im Keller. Verkauft habe ich eine hohe einstellige Zahl. Die meisten hat der Hund erbissen. Und mit dem Rest fließen wir jetzt Garage. Ich mag nicht einen schönen Auftritt machen und danach stehe ich da draußen mit meinen CDs wie so ein Gurkenhobelverkäufer in der Messe. Und alle gehen vorbei. Lucki. Ja. Super CD hast du gemacht, Gröll. Nimm im Winter aber zum Scheim abkratzen her. Oh. Beim letzten Versuch, als ich zum letzten Mal versucht habe, CDs zu verkaufen, da haben sie zwar angestellt an meinem Stand. Nein, die haben sie nicht angestellt. Angestellt heißt ja, es war eine Schlange. Nein, die war aber keine Schlange. Die haben einfach zu zweit barrierefrei hergegangen. Und dann höre ich, wie der eine zum anderen sagt, meine Schwiegermutter, die mag ich nicht. Der kauft ja CD von Gröll. Das geht doch nicht. Gossamus United. Da di dai di dams di doi. Das ist ein sehr fröhliches Lied. Er war früher wie der beim Schulschwimmen im Hallenbad bei daheim sein Boothaum vergessen hat. Alle haben eine coole Badekappe auf. Von Adidas. Nur er nicht. Er muss den Boothaum aufsitzen, der ihm das Hallenbad gibt. So eine Art Duschkappe. So eine, wie die Großmutter früher beim Rotkäppchen aufgehabt hat. Oder wenn man über selber gemachte Marmeladenglasel drüber tut. Der Schwächste im Wurf sah dem Leben von der Seitenauslinie zu, spielte seine Lebensmelodie in Moll. Und wenn er mit anderen zum Essen geht, kommt immer sein Essen zu spät. Oder gar nicht. Essen bestellen im Restaurant ist was sehr Privates. Da gibt man einiges von sich preis. Gerade wenn man mit Leuten zum Essen geht, die man noch nicht so gut kennt, mit den neuen Arbeitskollegen zum Beispiel. Essen bestellen im Restaurant ist sehr sensibel. Der Chef bestellt sich ein Steak Medium. An dem kann man sich orientieren. Wer nicht auffallen möchte, bestellt ein Schnitzel Wiener Art und die Feiglinge einen Salat mit Putenstreifen. Wenn aber die junge, hübsche Sekretärin eine Schlachtplatte bestellt, mit Innereien, dann geht die Männer am Tisch die Fantasie durch. Du Luder. Und es ist immer der Gleiche, der sein Essen nicht kriegt. Er zieht immer mehr Blicke auf sich, lässt sich aber nichts abhängen. Einen guten. Hey, du hast ja immer noch nichts. Was hast denn du bestellt? Sag ich nicht. Einer nach dem anderen fragten, als ob sie ihm sagen möchten, dass es genau den richtigen getroffen hat. Dass er der Koch weiß, wer der größte Versager an dem Tisch ist. Einen guten. Ein stilles Urteil aus der Küche. Was hat denn der bestellt? Sagt er nicht. Hey, der hat ja immer noch nichts zum Essen. Jetzt wird's aber Zeit. Und dann doch, der Ober erscheint. Mit einem Grinsen. Wer hat denn das Hello Kitty Gyros bestellt? Ausgerechnet. Hello Kitty Gyros. Doch das lasst sich jetzt nicht mehr gefallen. Er hat die Opferrolle satt und geht zum Angriff über und sagt, Herr Ober, das Teller kannst du gleich wieder mitnehmen. Ich habe mich vorher auf dem Klo gerade einen Koch getroffen. Ein unappetitlicher Dreckhammer ist das, für Teufel.
Von dem möchte ich kein Essen haben. Für so offene TBC kann er aber nichts. Aber Händewaschen war schon dringend, oder? Eine Rotzglocken, sowas habe ich in meiner Laptop noch nicht gesehen. Von so einer Sau möchte ich kein Essen haben, voll Teufel! Nimm das Essen wieder mit mir, krass von dem Schwein! Und schaut sie um. Hey Kollegen, habt ihr schon alle gegessen? Schade.
Vielen Dank. Zurück aus der Pause. Es sind Fragen aufgetaucht im ersten Teil. Es gibt einige, ich nehme es euch vorweg, es gibt einige, die fragen, warum das letzte Stück heißt, der Gorsenmass United, wo überhaupt kein Gorsenmass vorgekommen ist. Wer das nicht kennt, der Gorsenmass oder Gorsmass ist ein niederbayerisches Nationalgetränk. Das ist ein Mass, also ein Liter, dann ein dunkles Bier, Cola und zwei Kirschlikör. Gell? Weg Tote auf. Und mir gefällt der Name so gut, Gorsenmass United, hat eine Spezi von mir erfunden. Und ich hätte das ganze Stück so gern so genannt, aber das war regional nicht ganz so einfach. Und dann hat meine Agentur gesagt, nee, und in Franken kennt das keiner und so. Und darum habe ich bloß das letzte Stück so genannt, damit es wenigstens einmal erwähnt ist, dieser Ausdruck. Gell? Und mein Nachbar kennt das auch nicht, der Heinz, der kommt aus Bremen. Und hat der kein Gorsenmass natürlich kennt. Da sage ich, Heinz, wenn du bei uns Fuß fassen möchtest, dann musst du wissen, was ein Gorsenmass ist. Aber beim Essen habe ich das gesagt, naja, ja, da sage ich, trinken wir da mal eine. Ja, da hätte ich Interesse. Gell? Und das hat lang gedauert, bis wir in dem Lokal so ein Gorsenmass gekriegt haben. Gell? Das war, aber der Heinz hat schon Druck gemacht. Er hat gesagt, er will jetzt da den Ziegenliter, den möchte er haben. Ja. Und dann 400 Jahre Restauranttradition, wir haben die erste Gorsenmasse in dem Haus gekauft. Gell. Da ist der Ober so gekommen mit der Masse, das ist ganz braun, ganz schwarz. Da sage ich, Herr Heinz, das ist die erste Gorsenmasse. Und bei uns ist das der Brauch, die erste Gorsenmasse im Leben, die muss man über Ex austrinken. Da hat er pumpt, der Kamerad. Gell. Und Frau, halt's auf. Sag ich, lass ihn doch, wenn er durchsteht, oder? Sie müssen wissen, mein Mann war jetzt 2 Wochen im Koma und hat einen schönen Zwiener gehabt. Er hat es schon gebracht. Gell. Das hast du gesehen, ich habe einen Ziegenliter besiegt, hat er gesagt. Er endgültig besiegt hat er nicht. Der Ziegenliter ist dann schon einmal sprudelnderweise nach oben gekommen. Da war ich aber dann schon immer dabei. Gorsenmass United. Ich komme ja im Kabarett viel umeinander. Gell. Ich war schon weit da. Wie oft habe ich schon in München Kabarett gespielt? Meine Güte. Einmal habe ich gespielt. Aber das war der Hit. Gell. Und da, wo ich wohne, gell, wir sind nicht gerade eine pulsierende Metropole. Das kann ich nicht sagen. Also mit 87 Einwohnern. Und ich habe jetzt erst mal festgestellt, egal in welche Richtung wir fahren, wir müssen erst immer ein größeres Waldstück durchqueren. Jetzt weiß ich nicht, ob da die anderen hinterm Wald wohnen. Ich habe da so einen Verdacht. Aber in der Gegend, wo ich im letzten Frühjahr war, da, dagegen sind wir wirklich zentral. Da sind wir am Puls der Zeit, weil, erkennst du, wenn man mal irgendwo in der Gegend immer weiterfährt und dann plötzlich haben die Häuser zur Straße hier so Fliesen. Da werden die Fassaden so gefliest, so braun-beige Fliesen. Jetzt weiß ich auch, wo der Begriff Khaki herkommt. So Häuser, die man aus den Nachrichten kennt, wenn es heißt, die Nachbarn beschrieben ihn als einen freundlichen, unauffälligen Menschen. Und so schauen da alle Häuser aus. Und du fährst vorbei und das Haus ruft dir still zu, bleib nicht stehen, fahr weiter. Und ich habe weiterfahren müssen, weil irgendwo hatte ich einen Auftritt da in der Gegend und einen Hunger. Ich habe einen Hunger gehabt, ich komme mich noch so gut erinnern. Ich habe mir schon in der Früh ein Snickers in der Fritteusen aus der Bacher gehabt, aber das hält ja nicht ewig. Gell? Dann bin ich gefahren, ich habe einen Hunger gehabt, dann war aber da alles zugefließt, da war der Bäcker war zugefließt, der Metzger, überall haben die Fliesen nicht, da ist alles zu. Da war ein Kaugummiautomat da, aber der war noch nicht einmal auf Euro umgestellt, da hätte ich nur 20 Pfennig gebraucht, ich habe da keine 20 Pfennig mehr dabei. Ich habe einen Hunger gehabt, sodass ich irgendwann an einem Garten gehalten habe und habe aus dem Vogelhäusl zwei Meisenknädel rausgefressen. Mir bleibt aber das Netz zwischen den Zehen so hängen. Ich glaube, da kann ich nichts essen. Ganze Vogelhäusl gefließt. Da bin ich weitergefahren. Ich habe gedacht, wo wohnen denn die? Wo ist denn da mein Auftritt? Ich bin gefahren. Irgendwann habe ich angehalten, dann habe ich mich mal rasiert. Dann bin ich weitergefahren, dann habe ich Geburtstag gehabt, dann bin ich weitergefahren. Es war Wahnsinn. Und irgendwann komme ich in den Ort, wo ich gespielt habe. Und da war nichts. Da war gar nichts. Die haben nicht einmal ein Weder gehabt, da war gar nichts. Da haben nur Leute gewohnt, die im Zeugenschutzprogramm untergekommen sind. Dann kommt der Veranstalter, ja, servus Gröll, wirst du eh keinen Hunger haben, oder? Dann sage ich, nein. Ich habe unterwegs ein paar super leckere Meisenknödel gegessen, die waren perfekt da. Ja, sie könnten schon so eine Art Pizza holen. Ah, so eine Art Pizza. Vorsicht. Auf der Schachtel ist schon Pizza draufgestanden, aber die war trocken. Ich habe die Hälfte gegessen und dann habe ich mich entschieden, dann habe ich die Schachtel weiter gegessen. Ja. Die Schachtel war deutlich saftiger als die Pizza. Könnt ihr euch das vorstellen?
Und dann sagt er, ja, du spielst in der Schule, weil das Theater ist gesperrt und was weiß ich. Und dann sage ich, wenn ich in der Schule spielen muss, dann möchte ich mich bitte mit meinem Hunger, habe ich mir gedacht, in die Klassenzimmer umziehen. Weil ich gehofft habe, dass die Schüler ihre Pausenbrote unter der Bank vergessen haben. Und so war es auch, habe ich gleich zwei Wurstbrot gegessen. Gell? Die waren aber nicht mehr ganz so optimal. Weil es war mitten in die großen Ferien. Und da haben die schon so einen leichten, so eine Eigendynamik gehabt. Das eine Brot habe ich rausgezogen und das zweite selber hinten rausgelaufen. Mein Auftritt war eine Katastrophe, könnt ihr euch vorstellen. Nach einer halben Stunde Abbruch, ich wollte nur noch heim, ich komme ins Auto, das ganze Auto gefließt. Sag ich, habt ihr einen Vogel oder was? Und dann fragen mich die Leute, ja, wenn sie so oft im Kabarett weg sind, haben dann die Kinder nicht recht zeitlang, vermissen sie die Kinder nicht recht? So, ja, das geht schon. Weil kurz bevor ich wegfahre, mache ich noch irgendwas, worüber sich die Kinder furchtbar ärgern müssen. Dann sind sie froh, wenn ich mal ein paar Tage nicht da bin. Oh, nein, stimmt nicht, einmal haben sie mich vermisst. Einmal haben sie mich vermisst, da habe ich nämlich diese WLAN-Box ausgesteckt und habe es mitgenommen. Ja. Meine Frau hat gesagt, die Kinder haben zwei Tage lang am Fenster gesessen und Papa ist der Papa wieder hochgekommen. Und dann so scheinheilig, der Papa ist da. Ja, die Box, wo ist die Box? Und seitdem mache ich jetzt immer den lebendigen Adventskalender. Wunderbar, funktioniert das ganze Jahr. Der lebendige Adventskalender. Wenn ich oben im Dachgeschoss die WLAN-Box ausstecke, dann gehen im ersten Stock zwei Türchen auf. Jetzt haben wir es einmal allein daheim lassen. Gell? Zum ersten Mal Kinder allein, ist schon eine Zeit lang her, lassen wir es allein daheim. Und dann, wir haben Konzertkarten gehabt von Freddie Quinn. Ist ja nichts. Der ist Österreicher, habt ihr das gewusst? Der Freddie Quinn ist doch aus meiner Sicht der Ur-Hamburger. Rollkragenprober, Mütze auf, Junge, komm bald wieder. Der ist Österreicher. Das haben wir nicht gewusst. Jetzt haben wir mir die Karten schon gehabt. Dann steige ich nur mal von Auto aus und her nur mal an der Stumm, die oft schon Angst haben meine Kinder. Gell? Dann, was höre ich dann? Haben meine Kinder schon diese W-Fragen für Notfall geübt? Wo ist das passiert? Was ist passiert? Wie viele Verletzte? Wie viele Tote? Das beruhigt ungemein. Gell? Der Bub war die Rettungsleitstelle und das Mädel hat angerufen. Das haben sie bei Sendung mit der Maus einmal gesehen. Rettungsleitstelle, was kann ich für Sie tun? Sagt meine Tochter. Unser Vater ist seit gestern nicht mehr auffindbar. Er hat graues, schütteres Haar und irrt vermutlich hilflos umher. Dann hat es mich schon geärgert, dass ich wieder reingegangen bin. Gell? Dann sagt die Rettungsleitstelle, wie sieht dein Papi denn aus? Wie würdest du deinen Vater denn beschreiben? Sagt Dirndl, wie eine Katz eine Maus aufverwürgt. Das graue Batzelt ist am Boden runtergefallen, so schaut der Papa aus. Ich hab's ja einen Schuss oder was? Ich hör da nicht mehr zu. Du, das, lass mal her, jetzt haben sie mit den Nachbarskindern geredet. Dann sagen meine Kinder, unser Papa ist jetzt schon 50 Jahre alt, aber geistig ist der vielleicht noch voll da. Ja. Der Goldrausch. Wir überschätzen ja nach wie vor den Zusammenhang zwischen Geld und Glück. Geld alleine macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu. Im World Happiness Report, im World Glücksreport 2018, liegt die Nation Costa Rica immer noch vor Deutschland. Das heißt, diese armen Leute in Costa Rica sind immer noch glücklicher als wir Deutsche. Woran liegt das? 67% der Millionäre geben an, dass sie ein glückliches Leben führen. Das sind aber 62% der Normalverdiener an. Woran liegt es? Interessanter wäre es, wenn es um einen Vergleich geht. Man hat einen Versuch gemacht, da hat man Mitarbeiter in einer Firma eine Lohnerhöhung gegeben von 500 Euro netto im Monat. Was haben wir gekriegt? Ja, jeder kriegt 500 Euro netto im Monat. Die haben sich gefreut. Eine so eine Lohnerhöhung, 500 Euro mehr. Die sind auf dem Gang dahingerutscht auf die Knie. Juhu! Die haben aus der Vase das Blumenwasser rausgerungen. Ja! Die haben die Sekretärin auf den Kopierer geschmissen und auf 100 geschalten. Ja! Das weniger. Aber ich würde damit sagen, die haben sich sowas von gefreut. Kurz darauf hat mir einer gesagt, dass einige Mitarbeiter sogar 800 Euro Lohnerhöhung gekriegt haben. Was haben die? 800. Da hat sich keiner mehr über die eigenen 500 gefreien können, nur weil ein paar andere noch mehr gekriegt haben. Die haben den Kopierer ausgeschalten, Schluss, aus mit der Gaudi. Verwechsle nie die Höhe deiner Gage mit der Größe deines Talents. Kröll. Man hat Versuche gemacht, da hat man Studenten gefragt, für welche Lebenswelt würdet ihr euch entscheiden? Für die eine,
in der alle sehr reich sind, alle sehr wohlhabend sind, jeder kann sich alles leisten. Wohlstand für alle, das ist die eine Welt und du bist Teil davon. Oder möchtest du in der anderen Welt sein, in der die Leute wenig Geld haben, aber du, lieber Student, bist der, der ein bisschen mehr hat wie alle anderen. Du hast zwar nicht viel Geld, aber du hast ein bisschen mehr wie alle anderen. Und die meisten Studenten haben sich für diese zweite Welt entschieden, was offensichtlich wichtiger ist, mehr zu haben wie die anderen. Die sind sowieso selbstlos, fahren nach Tibet ins Waisenhaus zum Praktikum. Ein Hype, der aus meiner Sicht auch was mit einem Goldrausch zum Tor hat. Denn man muss scheinbar heutzutage in seiner Vita, in seinem Lebenslauf, ein Praktikum in Tibet im Waisenhaus vorweisen können. War interessant, wie viele Leute das darüber fahren dann, wenn man es nicht in den Lebenslauf schreiben dürfte. Und der Drang, der Andrang wird so groß, dass tatsächlich, das Covid in Tibet, findige Geschäftsleute Häuser ummieten und setzen da Kinder rein aus normalen Familien, also Kinder, die Eltern haben. Und geben sie aber als Waisenkinder aus und kassieren von den Studenten ein paar hundert Euro für zwei Wochen und der Studentenmann, der hat sich da drüben um arme Waisenkinder kümmert. Vermisst du deine verstorbenen Eltern sehr? Oh ja, geht schon. Nächste Woche triff ich sie eh schon wieder, wenn du daheim bist. Und da fragt man sich, wer ist der Intelligentere? Der Student oder der findige Geschäftsmann mit den falschen Waisenkindern? Vielleicht ist der auch künstlich intelligent. Mega Thema, KI, künstliche Intelligenz. Wäre aus meiner Sicht ein bisschen überzogen. Schau her, in Amerika entwickeln sie jetzt Erotikroboter mit künstlicher Intelligenz. Was soll denn das? Erotikroboter mit künstlicher Intelligenz. Na Scheiß. Also wenn ich irgendwo keine Intelligenz brauche. Hm? Oder liebe Frauen, können Sie sich an eine Nacht erinnern, von der man am nächsten Tag gesagt hat, ui, es war aber gestern schön, der war aber intelligent. Dem Goldsucher geht es nicht in erster Linie um Reichtum, dem Goldsucher geht es um Anerkennung. Wir haben bekanntlich eine sehr starke Gier nach Anerkennung. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und wenn du deine Arbeit gut machst oder wenn du in deinem Ehrenamt Anerkennung erfährst, dann schüttet der Hirn kübelweise Dopamin aus, den Glücksbotenstoff Dopamin. Und die Region bei uns im Hirn, die für die Gier nach Anerkennung verantwortlich ist, ist die gleiche, die für die Abhängigkeit von Drogen verantwortlich ist. Wir brauchen das richtig, wir sind süchtig nach Anerkennung. Und dann schüttet man das Dopamin aus, da gibt es richtige Dopamin-Junkies. Der Fußballer Cristiano Ronaldo ist so einer. Er stellt sich jeden Tag in der Früh vor den Spiegel hin und lobt zuerst einmal eine halbe Stunde selber. Wie toll er ausschaut, wie toll er die Freistöße über die Mauer, übers Tor, in die Innenstadt reinballert. Und dann freut er sich und dann treibt sich das Dopamin förmlich bei der Kopfhaut aus. Das ist nicht alles Gel, was der in die Haare hat. Das ist Dopamin. Die meisten Burnout-Fälle bei uns in Deutschland entstehen nicht durch zu viel Druck, nicht durch zu viel Hektik, zu viel Verantwortung, zu viel Angst. Die meisten Burnout-Fälle entstehen durch zu wenig Anerkennung deiner Arbeit. Und der bayerische Ausspruch, nicht geschimpft ist gelobt, gmur, macht bei uns mehr kaputt, als wir glauben. Wir in Bayern haben keine Kultur des Lobens. Wir haben sonst alles ist besser, alles ist schneller. Aber Loben ist bei uns in der Kultur nicht verankert oder in der DNA vielleicht nicht. Wir meinen, wenn man lobt, hat man nachher irgendwann einen Nachteil dadurch. Wir haben uns Länder und andere Nationen längst voraus. Die Amerikaner können loben. Die Kanadier sind berühmt dafür. Ein Kanadier kann einfach so sagen, du hast ein super Geschäft benannt, ich freue mich, dass du im letzten Jahr mit deinem Geschäft so viel Geld verdient hast. Sag das mal bei uns, ab in die Klapsmühle. Die Hamburger können loben. Bei uns in Hamburg, in Norddeutschland, da ist es vielleicht auch mit der Nähe zur Welt, mit dem Hafen, irgendwas anderes. Die haben weltoffener. In einer Hamburger Firma kann der Chef loben. Wenn in einer Hamburger Firma wenn er was gut gemacht hat, dann sagt der Chef, Petersen, in diesem Projekt haben Sie einen 1A-Job gemacht. Das war ein super Projekt, Sie haben sich toll entwickelt, das Projekt hat sich super entwickelt, die ganze Firma hat profitiert. Das war ein super Job, Petersen, vielen Dank, haben Sie toll gemacht. Wenn in einer bayerischen Firma einer was gut gemacht hat, dann heißt es, so gibt es also viele Leute, denen geht es in erster Linie nicht darum, wie viel Geld sie verdienen, sondern wie viele Leute davon erfahren, dass sie viel Geld verdienen. Das ist ein großer Unterschied. Und wie ich da heute hergefahren bin und auf der Autobahn mir da einige so Art Fahrzeuge überholt haben, dann habe ich schon gewusst, was ich jetzt da, dass ich richtig liege. Dann haben wir keine Autos, das waren Bergepanzer, was du ja bedenkst, da überholt mir ein Familienhaus, so ein riesen Autos sind da vorbeigefahren. Man muss zeigen, was man hat. Und da hat es eine ganz große Diskrepanz gegeben beim spektakulärsten Goldrausch aller Zeiten, beim Goldrausch am Yukon River in Alaska. Da war das genauso. Da sind die Leute unter größten Strapazen.
3000 Kilometer diesen Yukon River hinaufgefahren und dann quer durch Alaska durch in eine Stadt, da wollten sie alle hin, nach Dawson City. Haben größte Strapazen auf sich genommen, um nach Dawson City zu kommen. Der Ort hat 500 Einwohner gehabt, es hat kein Mensch interessiert. Doch plötzlich haben sie da Gold gefunden, richtig viel Gold. Und im nächsten Jahr waren da nicht 500 Einwohner, sondern 25.000 Einwohner. Da war nur Dreck, Barz oder Puff. Und da war es genauso. Da sind die Leute nämlich jahrelang als steinreiche Menschen in ihren zerlausten Hütten gesessen und keiner hat es erfahren, dass sie steinreich sind. Da wärst doch du wahnsinnig. Du sitzt in deinem Zelt, vor dir ist eine Schüssel mit Goldnuggets, die du gefunden hast, im Wert von Hunderttausenden von Dollar. Du bist steinreich und keiner erfahrt. Du hast einen Haufen Geld und weit und breit kein Mercedes-Händler. Du kannst dann nur vor ein paar durchgeknallte Inuit ein paar Marderfell-Feistling kaufen. Wisst ihr, wie lange ich braucht habe, bis ich das Wort Marderfell-Feistling auf der Bühne sagen habe können? Das ist ein Masthund einfach dagegen. Du kannst nichts machen, was auf deinen Reichtum hinweist. Du kannst ja kein Handy kaufen, wo man vor der Weide sieht, oh, du, der hat das Handy, der hat ein Prüfer. Bei mir, wenn sie mein Handy sehen, dann sagen sie, oh, der kennt sich nicht aus und Geld hat er auch keins. Ich habe so ein uraltes Handy, meine Kinder laden sich kaputt, wir können nur ein Windows-Phone haben von Nokia. So uraltes, das geht nur mit Hackschnitzel. Ist aber immer schon warm im Winter in der Hosen drin. Das hat nur eine Gesichtserkennung. Meine für die Ersten mit Gesichtserkennung. Ihr kennst das, ihr müsst so zum Entsperren, das ist das Haus von Nikolaus, irgend sowas machen. Und bei mir Gesichtserkennung. Ist aber im Kabarett der Kass. Im Kabarett brauche ich keine Gesichtserkennung, weil ich habe nicht immer das gleiche Gesicht auf. Wenn ich morgen in der Früh aufwache, hängt alles runter, die Augen sind rot, möchte ich telefonieren, ja, das Gesicht kennt ihr nicht. Dann probiere ich es um 11 Uhr nochmal. Ja, jetzt hat er einen Verdacht. Ja, hilft bei mir nichts. Um 2 kann ich das erste Mal telefonieren. Du musst was haben, was auf deinen Reichtum hinweist. Was sagt die Frau des Vorstandsvorsitzenden? Wenn ich mit meinem Porsche Cayenne nicht mehr fahren darf, dann hätte ich gleich den heiraten können, den ich mir habe. Okay, Krölli, play the blues. Spiel, das heißt, da wo ein Blinder einen Nackerten trifft, da können beide richtig froh sein. Fast schon ein philosophischer Ansatz. Das ist ein reines Instrumentalstück. Aber gut. Früher im alten Rom, im antiken Rom, wenn der Römer heimgekommen ist von der Arbeit, wenn alle Sklaven verkauft waren und die Gladiatoren in der Garage drin, dann hat er seiner Frau erst einmal einen Kuss gegeben, auf den Mund. Das war weniger romantisch gedacht, vielmehr wollte er schauen, ob seine Frau am Nachmittag Party gefeiert und jede Menge Wein getrunken hat. So habe ich es auch mal gemacht. Sagt meine Frau, hast du wieder Jägermeister gesoffen? So war das nicht gedacht. Sei nett zu deiner Frau. Kauf ihr was Schönes. Happy wife, happy life. Denkt er sich und kauft seiner Frau für das Badezimmer eine Waage. Diese Aktion führt in jeder Beziehung zu einem dauerhaften Bruch. Sein Korridor ohne Notausgang. Happy wife, happy life. Freund von uns, die haben jetzt auch im Boot eine neue Waage. Boatwalk. Gibt es so ein Lied? Under the boatwalk, down by the sea, hey, ist von dir die Boatwalk, die da jetzt gleich um mich schlagen. Aber die kann Spaß machen. Dann hat sie die Frau zum ersten Mal auf die neue Waage draufgestellt. Zum ersten Mal stellt sie sich auf die neue Boatwalk. Dann hat sie gesagt, Mensch, ich bin einfach zu klar. Dann hat sie entdeckt, man kann an die Einstellungen von der neuen Boardwalk kann man ein bisschen rumtippen. Da kann man vorher ein paar Kilo wegtippen. Da geht es ja später bei null los.
Schaut er gleich viel besser aus. Das hat sie heimlich gemacht. Und jetzt freut sie sich jeden Tag über ihre 55 Kilo. Und der Mann wundert sich, warum er bloß noch 230 hat. Und da, wo der Blinde einen Nacken trifft, da können beide richtig froh sein. Und da, wo der Blinde einen Nacken trifft, da kann jeder ganz entspannt sein. Du warst da dabei. Jetzt habe ich erst einmal entdeckt, dass ich nicht der Schlauste bin. Kennst du das, wenn man merkt, oh, 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 so weit ist gar nicht her mit mir. Ich fahre zum Kabarett, da ist an der Landstraße eine Baustelle gewesen. Und da war so ein offener Kanaldeckel. Und in dem Moment, wie ich mit meinem Auto in Schrittgeschwindigkeit an diesem Kanaldeckel da vorbeigefahren bin, ist aus dem Kanal ein Asiate ausgekraxelt. Und ich denke mir ganz kurz, boah, die Hut haben weit oben gerommen. Und dann bin ich so erschrocken. Wie kann man denn so blöd sein? Ist doch klar, dass der nicht von daheim gekommen ist, oder? Selbe Jacke noch gehabt wie die anderen. Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,5. Das Problem sind die Websen. Jetzt haben wir erst mal bei einem Freund gefeiert, dann hat er gegrillt, dann hat er unter dem Grillen sein Ehering verloren. Happy Wife und so weiter. Dann haben wir im Rasen drin, 3,5 Stunden, haben wir den Ehering gesucht. Ohne Erfolg. Da habe ich irgendwann gesagt, du Spezi, der Ring, ha, hast du schon da vorne verloren? Nein, verloren habe ich da hinten, aber da ist ja so dunkel, da sehen wir ja nichts. Und da, wo der Blinde einen Nacken trifft, da können beide richtig froh sein. Und da, wo der Blinde einen Nacken trifft, da kann jeder ganz entspannt sein. Du warst da, da. Nächster Teil. Für so eine Stücke braucht man keine Gebühren zahlen. Du musst ja so Gebühren zahlen. Aber für so eine, wenn einmal 30% der Töne falsch sind, dann möchte der Komponist nichts mehr mit dem Stück zum Tor haben. Gib mir jetzt mal drüber. Nein, ich habe ja was rausgekriegt. Ja, scheiße. Jetzt habe ich erst einmal mit der Familie zusammen haben wir einen Familienfilm angeschaut. Da waren wir auf der Couch. Und für das, dass der Familienfilm ab 12 Jahren freigegeben war, waren da erstaunlich viele Erotik-Szenen drin. Das war jetzt mir jetzt wurscht, aber wegen den Kindern halt. Und als dann die dritte Bettszene losgegangen ist, dann haben wir gesagt, nein, das brauchen jetzt aber die Kinder wirklich nicht mehr sehen. Und was du nicht machen darfst, wenn du so eine Erotik-Szene vermeiden möchtest, du darfst nicht auf schnellen Vorlauf schalten. Da schaut das Ganze noch viel brutaler aus. So, ich schalte aus, wie bei Schwindlig da. Gib aber wir bei uns die Hosen. Ja. Die Leute von meiner Agentur haben gesagt, ich darf mich bei dem Stück nicht einmal so weit runterbeugen. Weil da sieht man, dass ich oben auf dem Kopf nicht mehr so ganz so dicht bewachsen bin. Das wird schon alles hübsch dürr. Da schaue ich schon ziemlich viel Kopfhaut raus. Das kannst du mit Edding-Stift allein nicht mehr alles ausmalen, was mir da schon fehlt. Habe ich schon probiert. Ich bin bekanntlich in einer Landwirtschaft groß geworden und da bin ich offensichtlich in ein Flächenstilllegungsprogramm hineingerutscht. Jetzt lasse ich mir seitlich schon so Koteletten wachsen. Das sind sogenannte Ausgleichsflächen. Eigentlich sind sie ja Blühstreifen für Bienen. Ist aber noch keine Kämmer. Nur Totholzkäfer. Kotelettenmäßig ist ja früh Joe Cocker mein Vorbild. Joe Cocker, wie der bei Woodstock gesungen hat, das waren noch Koteletten. Das waren die Urkoteletten. Nein, der hat sich keine, das waren keine Koteletten. Der hat sich da zwei ausgewachsene Feldhosen seitlich geschraubt. Das waren keine Koteletten mehr. Das waren zwar flach geklopfte Shetland-Ponys. Denn da, wo der Blinde einen Nacken trifft, da können beide richtig froh sein.
wo der Blinder einen Nackerten trifft. Da kann jeder ganz entspannt sein, du warst da dabei. Dankeschön. Muss ich mir was trinken vom Extra, vom Merana Mineralwasser. Dann wieder 20 Euro. Gut so. Der Goldrausch hat natürlich auch mit Schönheitsidealen zum Tor. Wie man nach außen wirken möchte, wie man die Leute sehen soll, wie man auf der virtuellen Bühne sich präsentiert. Und es gibt keine Generation, es hat noch nie eine Generation vor uns gegeben, die sich so intensiv über die Wirkung, über die eigene Wirkung Gedanken gemacht hat, wie die jetzige. Hat natürlich mit sozialen Medien und anderen Dingen zu tun. Aber Schönheitsideale sind keine Erfindung von uns. Natürlich hat es in jeder Kultur und in jeder Epoche Schönheitsideale gegeben. Und eine ganz besondere Epoche und eine ganz besondere Kultur, was die Schönheitsideale angeht, war das hohe Volk der Maya. Die Maya in Mittelamerika, 9. bis 10. Jahrhundert, haben ganz eigene Schönheitsideale gehabt. Bei den Maya war es zum Beispiel edel und schön, wenn man geschielt hat. Wir sagen Schirkeln, ihr sagt Schilchen. So. Wenn man geschirkelt hat, dann war das schön. Und das haben natürlich die Maya nicht von Haus aus gehabt. Jetzt hat man da Kinder, wirklich wahr, Stirnbänder umgebunden und ein Pendel vorne hingehängt. Und das Mädel oder der Bub hat jahrelang auf das Pendel geschaut. Und nach einigen Jahren perfekter Silberblick. Und was noch heftiger war, wir schirkeln, war, wenn die Leute eine veränderte Kopfform gehabt haben. Bei den Maya war es schön, wenn man einen Eierkopf drapiert gehabt hat. 80% der Maya haben eine veränderte Kopfform gehabt. Und was der Chef war, der Hexe war, der eine flache Stirn gehabt hat und einen flachen Hinterkopf. Und das hast du auch nicht von Haus aus. Und da hat es wirklich dann Prozeduren gegeben. Da hat man Kinder in ganz kleinen Alter vorne und hinten Bredel hingespannt. Da eine Schnur her, damit ein leichter Druck entstanden ist. Wirklich wahr, gibt es Aufzeichnungen. Und dann ist im Laufe des Wachstums natürlich diese Kopfform vorn entlang diesen Bredel gewachsen. Daher kommt der Ausdruck Brett vorm Kopf, schätze ich mal. Und nach einigen Jahren haben die Eltern gesagt, so, jetzt ist er fertig. Jetzt kugelt er wenigstens nicht mehr vom Bett aus. Und wenn er am Berg runterrollt, dann macht es tak, 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 tak. Stellt euch mal vor, so ein Maya-Bursche, 20 Jahre, heiratsfähig, steht da, Silberblick, boah, vorn glatt, hinten glatt, ich Parship jetzt. Na dann viel Spaß. Gibt es bei euch die Agentur Parship? Macht die da auch Werbung? So tolle Menschen, da habe ich alle wieder Plakate gesehen, auf diese Vermittlungsportale, diese Plakate, so schöne Menschen drauf. Sag ich, die verkaufe ich euch, ja, da brauche ich keine Agentur dazu. So schöne Menschen, auf denen Plakate ist nie irgendwie mal ein Dicker drauf mit Pickel, der schwitzt oder sowas. Dann immer nur diese schönen Menschen drauf. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ist das einfach. Was haben uns mir da Arbeit gemacht, bis wir mal eine Freundin gehabt haben? Was haben wir jeden Sonntag mit dem Moped rausgefahren? Fahren wir da hin. Ah, da ist nichts mehr. Fahren wir da hin. Was haben wir Arbeit gehabt, bis da endlich mal eine hinten drum gesessen ist? Einige fahren heute noch. Und jetzt ist es so einfach. Alle 11 Minuten. Du gehst auf die Webseiten von Parship, wartest 11 Minuten, verliebt. Jetzt habe ich einen alten Schulspäti getroffen. Pauli habe ich lange nicht mehr gesehen. Er sagt, ja, er ist jetzt auch über die Agentur Parship in den Hafen der EE eingelaufen, aber er hat ein Kriegsschiff erwischt. Das haben sie ihm bei Parship nicht gesagt, dass sowas auch ein Programm haben. Stell dir vor, er sagt, das ist so grantig, das kannst du dir nicht vorstellen. Was sagt Sebi? Deine eigene Meinung, die habe ich noch. Ja, weißt du. Weißt du, was der muss? Die haben daheim im Klo so ein normales WC und an der Wand, so wie da im Herrenklo, so ein Pissoir, so ein Urinal. Und selbst da muss er sich noch hinsetzen. Da habe ich noch mal erwischt, das schaut für fies aus. Da. Jetzt macht er bei den Kommunionkindern die Tischmutter. Sei mal nicht besser. Und der BWL-Student aus Ludwigshafen trifft zum ersten Mal seine Internetfreundin aus der Oberpfalz. Er, Waldorfschüler, Romantiker, sehr sensibel. Sie nicht. Er will auf seine Weise zeigen, wie unendlich verliebt er in das Mädchen mit den großen Händen ist und sagt,
Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Und Sie, warum frisst denn alles? Ich habe früher auch mal eine sehr robuste Freundin gehabt, gell? Das war das einzige Mal, dass ich nach dem Liebesakt Angst gehabt habe, dass ich vom Weibchen zusammenfressen werde. Ohne Mal. An der Hose hast du mich schon gehabt da hinten. Oh. Wahnsinn. Die Maya. Habt ihr gemerkt, wie sehr ich mich bemüht habe, das Wort Maya mit Y zu sprechen? Maya. Hingegen die Biene schreibt man mit J, die sagt Maya. Maya, wo bist du? Ist sie bei euch auch gekommen? Ich bin ein Kind der Sitzgabe, ich habe diese Biene geliebt. Und jetzt, wenn ich den Begriff Maya her, egal was gemeint ist, ich meine immer die Biene. Und wenn ich 2 Stunden in einem Maya-Vortrag der Hochkultur bin, dann meine ich am Schluss, es ist über Imker gegangen oder irgend sowas. Das ist bei mir konditioniert, ich bin da, ich habe die so gern mengen. Und ähnlich wie mit, habe ich neulich in der Zeitung gelesen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so im Kopf verankert ist. In der Zeitung steht bei uns Ariel die Meerjungfrau, in der Fernsehzeitung. Ariel die Meerjungfrau. Und da erscheint bei den jungen Leuten eine Disney, langhaarige, vollbusige, schöne, schlanke Meerjungfrau. Aber ich aus den 70er Jahren, wenn mir hören, Ariel. Bei dem Begriff Ariel erscheint bei uns keine schlanke Meerjungfrau, sondern das Gegenteil, diese Clementine. Kennst du die denn? Und da habe ich jahrelang gemeint, das ist ein Maurer. Latzhosen noch. Maurerkappe auf und eine Mörtelkiebe in der Hand. Das war doch ein Maurer. Könnt ihr euch noch an den Weltuntergang der Maya erinnern? 2012, habt ihr es nachversammelt, oder? Ja. Da war der Maya-Kalender aus und alle haben gemeint, so was, pass auf, morgen ist nichts mehr. Gell. Stell dir mal vor, wenn du fest davon ausgehst, dass morgen die Welt untergeht, was machst du dann heute noch? Ja, das ist alles banal. Bring einen Hund noch einmal raus oder was? Na, Wacki, heute darfst du mal ins Haus einer scheißen. Ja. Für die Maya war das nichts anderes wie besonders Silvester, wie bei uns Millennium zum Beispiel. Jeder weiß, was bei uns am Millennium los war. Wir sind auf eine Party gefahren, das war, ich weiß nicht, gut. Und wir haben einen Kollegen, der fährt immer, der trinkt nie was, muss aber fahren, passt ihm auch. Dann haben wir auf die Millenniumsparty gefahren. Wir gefeiert und Ding. Und er hat auf seine Weise gefeiert, weil er hat eine kennengelernt. Und er hat mit der gefühlt 4 Stunden am Stück rumgeschmust da. Gell? Ihr kennt schon so Partys, wo die bringst nicht mehr auseinander. Nur Kübi Wasser, wie bei den Hunden, musst draufschütten da. Und er hat 4 Stunden am Stück geschmust. Und das Problem war, dass die Frau so gesuffen war, dass er beim Heimfahren 1,5 Promille gehabt hat. Der hat sich einen Rausch angeschmust. Ich kann mich heute noch an die Diskussion mit den Polizisten erinnern. Das war eine Katastrophe. Der Goldrausch hat auch was mit Dialekt zum tun. Wer Dialekt spricht, ist dem Rest der Republik weitaus überlegen. Wir Dialektsprecher, egal ob es jetzt ihr oder wir, wer Dialekt spricht, hat einen riesen Vorteil. Wir beherrschen ganz viele Begriffe, verwenden aber nicht alle. Das ist ein Zeichen von Stärke. Da wo ich herkomme, Rosenheimer Land, Mangfalltal, Bereibling, wir sagen zum Beispiel nicht Location. Wir wissen genau, was heißt, wir sagen es aber nicht. Location. Ich brauche für den Event eine Top-Location. Ja, und dann gehst du zum Wirt. Oder Message. Ich habe noch niemals mit einem Freund geredet, der ernsthaft von einer Message gesprochen hat. Also die Message von dem Meeting war eine ganz andere, das weißt du auch. Ja, so was du sagst, merke ich auch. Ja. Oder Feedback. Natürlich weiß ich, was du hast, aber wir sagen es nicht, schon gar nicht so lang gezogen. Ich brauche da dringend noch mehr Feedback. Ja, der Schachtel, meine Hand hat 2 drin. Bei uns, wir haben viel schönere Begriffe. Da wo ich herkomme, wir sagen zum Beispiel der Pfeilerbogen. Eine wunderbare Wortschöpfung, da ist Pfeil und Bogen in einem Wort. Pfeilerbogen, mit einem A gebunden. Pfeilerbung. Da schlage ich jeden Germanisten in die Flucht. Ein Pfeilerbung. Der Pauli hat mit dem Pfeilerbung am Weiher drunter einen Ratz erschossen. Das ist ein Top-Satz. Da gibt es sogar eine Location am Weiher drunter. Eine Message, der Ratz muss weg, nur das Feedback vom Ratz noch gefällt. Wir schauen keine Filme von Bud Spencer. Wir schauen keine Bud Spencer-Filme. Bei uns schaut man einen Bud Spencer-Film an. Da gehst du einen Bud Spencer-Film gesehen. Da hört man doch im Begriff schon, dass es ein Schlägerfilm ist. Das ist ein Bud Spencer-Film. Unsere Kinder spielen Mensch, ärgere dich nicht. Das ist auch ein zusammenhängender Begriff. Mensch, ärgere dich nicht. Da ist sogar ein Rettich drin versteckt. Mensch, ärgere dich nicht. Rette dich schon. Oder rette ich ihn heute nicht. Und unsere Kinder, die nicht Pastel spielen. Unsere Kinder spielen nicht Pastel. Unsere Kinder, die einen Putzle bauen. Da hört man einen Begriff, das ist ein analoger Vorgang, Putzle bauen. Ja.
Ganz nett tut schon Putzleb an, das Dirndl. Ganz nett. Manchesterhosen und so, ganzen Tag Putzleb an. Unsere Tochter kann schon ein Puzzle mit 1000 Teilen. Na, wo ist Puzzle? Putzleb an derzeit, oder? Das konnte uns auch. Kim, fahr mal heim. Hast du die Tochter auch, Kim? Nein. Der Dialekt kann aber auch schwierig sein. Ich war in Berlin, bin in Berlin mit dem Bus gefahren und habe im Bus telefoniert mit einem Freund, mit einem Spezi. Ein bisschen lauter war es, weil Geräusche, und habe mit dem Handy telefoniert. Ja, da war es ein Weiher so und du hast recht gehabt und Pfeilerbogen und hin und her und so. Und plötzlich stinkt es im Bus. Und ich habe gemeint, dass es von außen gekommen ist, könnte aber auch hausgemacht sein. Und plötzlich merke ich, dass alle in dem Bus mich angeschaut haben. Weil für die ganz klar war, dass ich der Verursacher von dem Gestank bin. Sprich Dialekt, kommt vom Land, stinkt. Diskriminiert wegen Dialekt. So, ich hab's ja einen Vogel, nur weil ich Borisch rede, lasse ich lang keinen Furz im Bus da. Dann war ich stocknarisch, dann habe ich wieder umsteigen müssen und beim nächsten Bus fahren. Ich habe noch ein paar englische Sätze habe ich noch drauf. Gell? So, where's the business plan? And come over, my friend. So 5, 6 bringe ich so in Endlosschleife daher. Gell? Und dann habe ich wieder telefoniert in den Bus, aber in Englisch. Come over, my friend. Where's the business plan? Und so. Und dann hat es wieder gestungen in den Bus. Diesmal habe ich gewusst, woher. Der Schwarz war es mir wert. Gell? Aber keiner hat mich angeschaut, weil der Businessman kann es ja wohl nicht gewesen sein. Ich come over with a business plan und so. Und neben mir war so ein junger Herr gestanden, der hat so verfulzte Haare gehabt, so ein verfulzter Waldorfschüler. Gell? Und plötzlich haben wir den noch geschaut. Gell? Und er sagt, ja bekloppt, das war ich nicht. Sag ich, hold on, one moment, please. Sag ich, Respekt, Sattelmann, Respekt, habe ich gesagt. Da riecht es eindeutig nach Müslifurz. Und das habe ich wieder in Borisch gesagt, dann war sie wieder. Nein. So. Jetzt kommt das Schlusslied. Das mache ich ganz gerne am Ende. Ich bin auch keiner, der sich ans Klavier sitzt und gleich losschreit, hey, seid ihr alle gut drauf? Das ist mir eigentlich wurscht. Ich spiele ja für die nicht gut drauf sind. Die heute mitgehen haben müssen. Weil die Frau, warum auch immer, gleich 2 Karten für diesen komischen Gröll gekauft hat. Ich kann noch 10 Minuten sagen, wer die Karten geschenkt gekriegt hat. Ah, Karte geschenkt bekommen. Du Irmgard, das mit den Kröll ist das Moin auf die Nacht. Wenn es nicht mitgemacht, dann muss ich es gleich sagen, dann gehe ich mit der Monika. Nein, ich gehe schon mit. Kann sich an dieses Gespräch noch jemand erinnern? Die Dunkelziffer ist oft hoch. Sei wie die anderen, du gefällst dir nimmer recht in deiner Haut. Du merkst, so sei wie die anderen, die haben alles, die wissen besser Bescheid, auf die wer geschaut. Doch dies ist mir heut alles wurscht, ich sauf heut ein Benzin für'n Durst. Fang mir mit der Hand an Ratz und gib der Katz. Meinst, dass du zu klar bist und Wimmel hast und es ist jeder Tag gleich, es kommt nichts Neues. Du meinst, dass alle studieren, bloß du nicht. Die sprechen alle 3 Sprachen, du kannst nicht mal Deutsch. Er ist Chefoptimierer, früher war er Chefonanierer. Jeder möchte der Größte sein. Es gibt neue Bejahren. Vielen Dank!
sehr. Vielen Dank. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei euch, dass ihr gekommen seid. Es hat mich echt riesig gefreut und meine Frau hat bis vor zwei Stunden, drei Stunden gefragt, ist das schon heute, ist das schon heute? Sag ich, ja logisch, die kommen schon. Es geht. Wunderbares Zeichen. Und danke an die Veranstalter da herin im Steineck Live. Also ich bin, wie sagen meine Kinder, geflasht. Ich bin geflasht, wie toll und wer da schon alles da war und wie das alles professionell gemacht ist. Also wirklich ein Kulturmotor da in Steineck, muss ich schon sagen. Gewalt, das musst du erst mal suchen, wie die professionell das Ganze organisieren und wer da alles herfahrt. Wahnsinn. Ein Riesenapplaus für das tolle Team hier vom Steineck Live. Super. Und danke an die Firma Bart. Ja, ja, ja. Einmal Bart, immer Bart. Jetzt haben sie. Ich sage bewusst erst, ich bin Tischler und dann bin ich Kabarettist und ich tue mir so schwer mit dem Begriff Künstler. Ich gehe nirgends hin und sage, pass auf, es kommt der Künstler. Ich tue mir schwer mit dem Begriff Künstler. Eigentlich werden sie alle Leute schwer bei mir mit dem Begriff Künstler. Wenn man einen echten Künstler sieht, dann sieht man von der Weide schon, den umgibt eine Aura eines Künstlers. Und dann sieht man, ah, schau hier, da kommt der Künstler. Und bei mir, oh, ich glaube, das ist ein Fliesenleger aus dem Kosovo. Da fehlt mir noch irgendwas, mich umgibt noch keine Aura. Meine Agentur sagt halt, mach mir irgendwas. Sag ich, was? Ich, schau ja, bei mir in der Garderobe, da gibt es nicht irgendwie Kokain oder sowas. Ich weiß gar nicht, wo man das bestellen kann. Ich habe keine Ahnung. Das einzige weiße Pulver, das bei mir draußen ist, ist ein Salz für die Radiesel. Ich habe über Radiesel, sagt sie auch Radiesel? Ja. Warum kriege ich immer Radiesel da im Backstage? Ist da, steht da im Vertrag drin, wann kommt sonst der Grill, da muss ich aber schnell noch Radiesel kaufen. Hast du schon mal 20 Radiesel gegessen und anschließend zwei Stunden auf der Bühne was gesagt? Da bist du ja wandelnde Biogasanlage, bist du da. Bei mir verirrt sich kein Groupie irgendwo, ich habe keinen Damenbesuch in der Garderobe hinten, wie das normal so Rockbands und so an. Das ist voller Mädel da hinten. Was habe ich schon, so Klebeschrift dabei gehabt, hier zur Garderobe, habe ich schon alles. Da. Versteht ihr? Heute, nein, stimmt nicht. Letztes Jahr war auch nicht da. Letztes Jahr hatte ich, Damenbesuch. Gell? War die Vorstellung zu Ende, ich würde mich gerade umziehen, steht sie in der Tür. Gell? Boah, große, blonde Frau, so 25 vielleicht. Tolles Gerät. Gell? Dann sage ich, ja. Sage ich, bei mir geht da für nichts. Und sie geht auf Zeiten, ich muss da auswischen, ich muss da sauber machen. Versteht ihr, was ich sagen möchte damit? So ist es bei mir. Die einzigen Exzesse, die ich gehabt habe, war, dass ich draußen einmal 25 Moscherie gegessen habe, die schon abgelaufen waren, vier Jahre lang. Da waren exzessartige. Da sagt meine Agentur, mach mal irgendwas. Wie ein Schlagersänger, Gewaltexzess. Fahr auf Mallorca, schlag jemanden zusammen, so wie die Schlagersänger. Wenn man den nicht mehr. Versteht ihr? Dann ist man wie in der Zeitung. Ich bin so wie zusammengeschlagen, ich mag eigentlich die Leute ganz gern. Nein, lass dir was einfallen. Dann habe ich meine Frau gefragt. Nein, sie will das nicht. Sie wollen nicht zusammengeschlagen werden. Dann sage ich, ja, wir müssen schon ein bisschen zusammenhalten. Nein, nein, das mag sie nicht. Und dann sagt der Freund von mir, der ist Journalist, der sagt, was, wenn du in Zeitung möchtest, darf nicht deine Frau schlagen, das drückt keiner, du musst einen Hund schlagen. Einen Hund musst du schlagen, da kommst du in Zeitung. Durchgeknallter Kabarettist, quält treuen Schäferhund. Also eine gute Idee. Jetzt haben wir aber gar keinen Hund. Dann bin ich zum Nachbarn gegangen, der hat Hosen. Dann habe ich gesagt, könnt ihr mir einen Hosen von dir ausleihen? Ja, zu was? Ja, ich bringe den am Nachmittag wieder, habe ich gesagt. Und die Idee war gewesen, ich stelle mich vor den Supermarkt hin, mit dem Hosen in der Hand, so im Arm, und jetzt, wenn eine Frau vorbeigeht, dann beiße ich den Hosen in die Ohrwaschleine, dass er pfeift, und dann anzeige ich Tierquäler und schon bin ich in der Zeitung. Gell? Das war aber jetzt nicht so einfach, weil der hat so einen belgischen Riesen gehabt, das war so ein fetter 32 Kilo Hose. Werner hat der geheißen, ich habe den kaum erhalten, den Werner, ich hab dann so einen Einkaufswagen unter den Hosen reingeschoben, dass es überhaupt stabil war, das Viech da.
Und da bin ich so gestanden vom Supermarkt, habe so einen Kaffeebecher in der Hand gehabt. Jetzt kommt schon die erste Frau. Und in dem Moment, wo ich den Hosen beißen möchte, was macht sie? Schmeißt mir da einen Euro rein, testet den Hosen und geht weiter. Dann sage ich, ich bin da nicht vom Zirkus, ich bin der Tierquäler. Tut aber, wenn einer mehr anfängt, kommt der nächste, der meint, der ist nicht klingt. Und der Hosen. Am Schluss habe ich nur die Waagel zusammengeschoben, habe ich 31 Euro eingenommen. Das ist mein Exzess, das ist mein Goldrausch. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Steine, gleich. Super, super. Haben wir noch einen. Jetzt haue ich noch einen raus, einen Ausgeschmeißer. Ah, geh mal frei. Ich spiele eigentlich nur Klavier, damit ich mal beim Kabarett-Wettbewerb gewinne. Kabarett-Wettbewerbe gewinnt immer der, der Klavier spielt. Oder mit der weitesten Anreise. Bei einem Kabarett-Wettbewerb waren wir zu zweit mit Klavier. Dann habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, wie weit das der andere gefahren ist. Dann sage ich, hey Spezi, wo kommst denn du her? Aus Hamburg. Ah, geleg mir mal. Der hat er glatt gewonnen. Bei einem Wettbewerb habe ich bloß das Klavier hingeschickt. Graue Perücken drauf, auf dem Sitz, bin locker zweiter geworden. Ich war so gern Fußballer geworden. Oh, war ich gern Fußballer geworden. Aber mein Nachname, der eignet sich nicht für die Fangesänge im Stadion. Weil die Fußballfans, die möchten singen Lothar Matthäus oder Ribéry, Ribéry, Ribéry. Und bei mir Gröö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 ö
kurz bevor es hinausgeht, sagst du zu ihr, du ziehst aber schon noch was anderes an, oder? Und den Blick, den sie dir dann entgegenwirft, den musst du fotografieren. Weil mit dem Foto kannst du an Silvester böse Geister vertreiben. Aber Moment, ich wollte eigentlich nur ein Lied vorspielen, das war es jetzt noch gar nicht. Ich war eigentlich nur, bin ein bisschen ins Ratschen reingekommen. Riders on the Storm, ein einsamer Wolf gleitet am Horizont. Es ist ein Mann der Generation 40 plus mit seinem neuen Mountainbike. Eingehüllt in atmungsaktiver Funktionskleidung. Sie ist atmungsaktiv und geruchsintensiv. Hey Rider, fahr ein Stückchen weiter. Du riechst wieder der Feider. Rider, du Stinker. Es ist ihm gelungen, den enormen Kaufpreis dieses Fahrrads seiner Frau zu verheimlichen. Männer über 40 haben stets das Gefühl, dass die Frau zu viel Geld ausgibt und kommen dann selber in Erklärungsnot, wenn der neue Grill angeliefert wird. Für sowas haben wir ja Geld, oder? Und er sagt nur, Männer über 40 sind während der Woche für die Familie unsichtbar und planen dann anschließend das gemeinsame Wochenende. Und die Kinder sagen, hey! Wer ist denn das? Kinder, wir haben zwischen 14 und 15 Uhr am Sonntag noch ein offenes Zeitfenster. Was wollen wir da machen? Verpiss dich. Rider near the horn. In der Technikabteilung des Deutschen Museums erklären die Väter ihren Söhnen die Welt aus der Sicht eines Ingenieurs. Der Sohn, 2 Jahre alt. Ganz beliebt, der Faradaysche Käfig. Lebensgefährliche Hochspannung auf einem Metallkäfig, in dem ein Mensch sitzt. Gefährlich! Als Versuchsobjekte schicken die Münchner Mütter ihre Kinder. Aber nur die, die einen Übertritt nicht geschafft haben. Es ist eh wurscht, wenn was passiert. Da kommen wir zumindest noch in eine Fernsehshow. Let your children play. Männer über 40 waren früher berühmt für die wilden Saufgelage. Für Gorsmas Party und Rüschaltheim. Hatten ein Faible für auffrisierte Mopeds und auffrisierte Frauen. Gerne auch mit Dauerwelle. Beide. Oh. Und heute? Heute fahren sie einen blauen Opel Astra. Mit einem Sitzbezug aus lauter kleinen Holzkugeln. Aus einem wilden Hund von einst ist ein Semmel über dem Spülbecken Aufschneider geworden. Männer über 40 wissen längst, ob sie homosexuell sind oder nicht. Ihre Frauen wissen es meistens nicht. Und Homosexualität, das bringst du dann nicht mehr so schnell los. Das, wenn du mehr hast, das geht nicht mehr so leicht weg. Wenn man so einen katholischen Ratgeber da haben, ein katholisches Bierherr habe ich gefunden auf dem Speicher, da ist drin gestanden, Homosexualität, wenn man ganz lang kalt duscht, dann geht's weg. Oder wenn man von Berlin wegzieht, nach Brixen, danke, Tavik. Dankeschön. Jetzt machen wir Schluss. Kämpft gut heim, bis zum nächsten Mal. Hab mich sehr gefreut. CDs gibt's keine. Dankeschön, servus.